Herzlich willkommen zu unserem Podcast Schauspieldinner tischt auf, der Gesprächspodcast beim Dinner mit Eva-Maria Götting-Ennen und Daniel Niers. Und heute zu Gast Ernst Schröder. Ja. Herzlich willkommen, herzlich lieber willkommen. Ernst. Dankeschön, danke, danke. Danke für die Einladung. Wir freuen uns wie Bolle, dass du hier bist. Schön, genau. Ich würde sagen, wir stoßen jetzt erstmal an auf einen schönen Abend. Genau, Wohl. Auf Ernst. Die tolle Runde. Danke. Auf die Runde. Skoll. Zum Wohl. Wie immer haben wir die Vorspeise schon hinter uns. Es gab sehr zur Freude von Ernst ein Tomatensüppchen. Ja, ich liebe Tomatensüppchen. Ja, als hätten wir es gewusst. Das war auch echt lecker, muss man wirklich sagen. So, ja. Jetzt gibt es Tortelloni gefüllt mit Ricotta und Spinat à la Panna. Ich würde sagen, wir essen einfach Runde und unterhalten uns ganz nett dabei. Genau. Gerne. Der liebe Ernst. Sieht schon mal sehr gut aus. Ja, ich hoffe, es schmeckt auch einigermaßen, aber ich denke schon. Der liebe Ernst ist Schauspieler, unter anderem. Ist, treibendes Mitglied der Kulisse, der Bentheimer Kulisse. Ich würde sagen, aber Gründer, oder? Ja. Gründer, natürlich. Genau. Ja. Mitgründer, alles da. Aber wir fangen einfach mal von vorne an, denn du bist ja auch irgendwann geboren. Erzähl einfach mal. Ja, lang, lang wann, wo, ist wie, her. Warum? Warum, weiß ich nicht, weil wahrscheinlich meine Eltern verliebt waren und wollten endlich einen Jungen haben. Mhm. Zwei Mädchen, also ich habe zwei ältere Schwestern. Bin also 1953 geboren, lang, lang ist her. Mhm. In wenigen Tagen werde ich dann 68, muss ich mir eben überlegen. Ja, stimmt. Genau, jetzt willst du wahrscheinlich auch wissen, wie ich zur Schauspielerei gekommen bin. Da komme ich drauf. Oder da kommst du später noch drauf. Du hast gerade im Vorgespräch schon was Nettes erzählt. Das war, wo bist du? Du bist ja gar nicht im Krankenhaus geboren. Nein, ich bin echter, ich bin Urbentheimer. Bin Urbentheimer. Das heißt? Ja, ich bin zu Hause geboren. Ich bin eine Hausgeburt. Ja. Das hört man ja wirklich nicht oft. Ja, wenn du heute jemanden hast, wo bist du geboren? Ja, Norton, Imholt heißt es ja anders, im Kreiskrankenhaus. Ja, genau. Nee, ich bin zu Hause geboren, bin also echter, und das kann ich auch immer wieder erzählen, bin echter Bentheim. Ja, das ist toll. Echt. Ja, Bentheim ist also, die Leute, die Bentheim noch nicht kennen, Bentheim ist ein wunderschönes Städtchen mit einer ganz, ganz tollen Burg, mit einem Fürsten, der da auch zwischendurch mal lebt. Es ist also tatsächlich noch ein echtes Fürstentum, sag ich mal. Mhm. Ne? Ja. Der Graf und Fürst zu Bentheim, Steinfurt und schieß mich tot. Also die gibt es tatsächlich noch. So, und da ist der liebe Ernst geboren. Mit zwei Schwestern aufgewachsen. Richtig. Und deswegen hatte ich die Muse geküsst. Auch durch meine Schwestern, ganz ehrlich. Erzähl, wie denn kam's dazu? Die haben auf der Freilichtbühne mitgemacht. Und haben mir immer für 50 Pfennig bei Frau Hilfers, Tante Dina, haben die mir immer so ein Meterband, ein Napo oder ein Salino mitgebracht, damit der Junge auch, wenn die von der Freilichtbühne kamen, ein paar Süßigkeiten hat. Mhm. So, und irgendwann kam ich dann in so einem Alter, ich denke, die Süßigkeiten kannst du dir mal langsam von deinem Taschengeld selber kaufen. Ja. Und da bin ich also mit 14 Jahren bei der Freilichtbühne angefangen. Okay. Meine Schwestern haben sofort aufgehört zu spielen. Nein, das war, ist Quatsch, also war wirklich so. Ich bin angefangen und die hatten dann mittlerweile andere Ziele. So, und habe gedacht, weil die in der Ausbildung waren, genau, oder ähnliches. Richtig, die hatten dann andere Wege zu gehen und dann, und von da ab an war ich dabei. Ja. Und 14 Jahre. Spannend, und das, ist jetzt ich bin jetzt im 53. Jahr. Ja, Wahnsinn. Das ist irre. Also jetzt auch als Spielscharmitglied und auch. Ja. Ja. Ich habe dann auch gleich im ersten Jahr, das war, jetzt muss ich eben überlegen, 1967 für die Katz, glaube ich. Ah, soll ich mal gucken? Und da habe ich mir was. Ich habe ja so eigentlich. Also ich habe das erste, was hier steht, war 68. Oder was 68? Ja gut. Für die Katz. Für die Katz, genau. Genau. Da habe ich dann gleich eine Sprechrolle gekriegt, das heißt ein paar Sätze. Okay. Da fragt der Regisseur, kann der Junge sprechen? Kann er. Offensichtlich. Kann er. Ja, aber das war auch der erste Regisseur, Hein Heuer. Mhm. Schon lang verstorben. Ja. Er hat mit mir dann, damals war die Geschäftsstelle der Freilichtbühne beim Alten Museum. Altes Museum kennt man, kann man lecker sein Bierchen trinken. Genau. Da war früher die Geschäftsstelle der Freilichtbühne. Und dann bekam ich da auch Sprachunterricht. Und dann hat er mich, da war ich damals 15, hat er mich kommen lassen. Ja, ja. Mit Korken im Mund und dann deutlich sprechen. Cool. Und irgendwann klopfte er mir auf die Tür, Junge, aus dir könnte mal was werden. Okay. Lang ist ja. Das war der auch gleichzeitig künstlerischer Leiter? Er war damals in Hannover tätig, hat dort selbst gespielt und auch Regie geführt. Ja. Wir haben also bislang habe ich auch immer mit Profis zusammengearbeitet. Ja. Ja. Das waren so die Anfänge, Was Tolles, ne? Und schon war der Junge dabei. Ja, klar. Ja, Wahnsinn, aber du
War es denn dein Wunsch, irgendwann mal Schauspieler zu werden? Oder haben Mama und Papa dann gesagt, so, der Junge wird erst was Anständiges? Nee, Mama und Papa haben eigentlich gar nicht viel gesagt. Denn ich bin eigentlich mit dem Fußballspielen angefangen. Mhm. Und dann, als meine Schwester mir immer diese nette Tüte mitgebracht hat, habe ich gedacht, ach, guck doch mal, was da bei der Freilichtbühne los ist. Und jeder, der Theater gespielt hat, weiß, wenn einen das erreicht hat und erwischt hat, dann lässt einen das nicht wieder los. Das ist also, genau. Ja. Wenn du einmal, ich sag mal, wenn du Blut geleckt hast, dann bist du drin. Ja. Und dann habe ich Fußball, da war ich nun auch nicht so eine Granate, habe ich dann auch sein gelassen, habe mich dann auf das andere gestürzt. Mhm. Ja, und dann im Laufe der Jahre ergab sich dann was. Ne? Immer ja, mehr, genau. Immer mehr. Ja. Kleine Rollen, große Rollen. Ach, ja. Und das ist ja auch die Spannung, immer wieder zu erleben, was für Rollen man schlüpfen kann und wie man die auch wirklich authentisch wiedergeben kann. Mhm. Das ist ja dieses Spiel auch mit dem Publikum, was man dann hat. Dieses, ne? Ja, genau. Ja, ich finde immer, wenn jemand schreibt, ich habe nun viele Rezensionen bekommen, gelesen, und wenn da steht, die Rolle war ihm auf dem Leib geschrieben. Es wird keinem jemandem eine Rolle auf den Leib geschrieben. Das passiert nicht. Das heißt aber für mich, er hat genau das erfüllt, was die Zuschauer erwartet haben. Genau. Das heißt, er hat das genau rübergebracht. Mhm. Ich habe mal eigentlich die schönste Kritik, die ich so bekommen habe, war, wenn du auf der Bühne stehst, und da kommt eine Zuschauerin, die mich kannte auch, sagte, sag mal, wenn du da auf der Bühne stehst, dann bist du nicht mehr Ernst Schröder. Ne? Ich sage, super, nein. Das bin ich nicht mehr. Dann bin ich derjenige, den ich zu spielen habe. Und das macht das Ganze auch spannend. Ist ja das Schöne, dass du einfach den Schalter umlegen darfst und darfst mal jemand anderes sein. Genau. So, und das war für mich ausschlaggebend. Das ist ein der schönste Kompliment, wenn jemand sagt, du warst da, du bist da nicht mehr du. Du bist ein anderer. Ja, klar bin ich ein anderer. deshalb liebe ich ja dieses Hobby. Ja, richtig. Ja. Sehr, sehr lecker übrigens. Ja, das finde ich auch. Sehr lecker gekocht, keine Frage. Dankeschön. Ja, ja, also wenn ich mir hier deine ganzen Dinge mal so angucke, der liebe Ernst, der hat ja in über 70 Rollen war er ja unterwegs, seit 1968, wie wir gerade festgestellt haben. Genau. Da hat er die ersten Jahre in der Freilichtbühne gespielt, im Weißen Rössel. Den König Drosselbart. Weißer Rössel ist doch wunderschön. Ja, wunderbar. Ich war eigentlich nie so, ich wollte nie singen und nie reiten. Ja. Habe ich gesagt, mache ich nicht, kann ich nicht, will ich nicht, hab Angst vor großen Tieren, deshalb auch gerade die Scheu vor eurem Hund, beißt der, der nicht. Also, der hat schon gefrühstückt. Ich habe immer Respekt vor großen Tieren, die haben reiten, werde ich nie machen. Ja. Und singen sowieso nicht, weil ich behaupte auch heute noch, ich kann nicht singen. Und lass singen. Mich raten, hast du den Wirt gespielt? Ich habe später in den Leopold gespielt. Ach, ja. Den hat er mal, das den aber, das ist, glaube ich, noch später, glaube ich. Ja, okay. Ich habe den Leopold gespielt, ich habe den Teffi gespielt, aber ich wollte nie singen. Ja. Bist du irgendein Regisseur? Dich kriegen wir schon dahin, wo wir dich hinhaben wollen. Ja. Und dann weiß ich, ich hau jetzt ein bisschen raus, was mir gerade so einfällt. 85 habe ich ein Musketier gespielt, den Aramis. Ah. Und ja, richtig. Passt auch irgendwie. Dann sag, den mache ich nicht. Warum nicht? Ja, ich muss aufs Pferd. Nein, nein, du kriegst, also bleib mal ganz ruhig, du kriegst kein Pferd. Da habe ich ja Musketier ohne Pferd, wie soll das gehen? Ja, das 10 Tage vor der Premiere, ich spielte den Aramis, der sich also auch um die Frauen gekümmert hat. Ja, genau. Ich spielte den Aramis. Und dann 10 Tage vor der Premiere sagt jemand zu ihr, dein Pferd ist übrigens da. Ich sag, mein Pferd ist da. Ich steige auf den Pferd. Nun bleib mal ganz ruhig. Es ist ein Voltigierpferd. Da passiert nichts mit. Das ist total ruhig. Ja. Ich setze mich auf dieses Pferd, wie ich das Kleinste. Es war schon war eine Geschichte. Von die anderen Pony, waren richtig groß, waren kein Pony, aber es war wirklich ein kleines Pferd auch. Ja. Du konntest ich saß da drauf fallen, und die anderen, die auch reiten konnten, preschten los und dann kam natürlich kam der Herdentrieb und mein Pferd dann hinterher. Und ich habe die Bremse gesucht und ich habe nur geschrien, hört auf da vorne, was muss ich überhaupt machen? Köstlich. Also köstlich. Aber du bist drauf geblieben. Ich bin drauf geblieben, bin dann irgendwann abgestiegen mit schlotternden Knien und ich habe heute noch Respekt vor großen Tieren. Hat sich nicht verändert. Also, Es sind ja auch jeder, der noch nicht so. Ich meine, ich bin ja mit Pferden groß geworden, ich weiß es selbst, ja. Und das kann schon sehr beeindruckend sein, keine Frage. Ja, das war mein erstes Erleben mit einem Pferd. Naja. Und haben es dann doch irgendwie hingekriegt. Ja, super, musstest du jedes Mal wieder drauf. Ja, ging dann auch. Aber man hat mir dann so ein paar Dinge gezeigt, wie man die Zügel hält, wann man locker lässt. Ja, okay. Aber du hast die Bremse dann letztendlich. Ja, aber es ist bis heute ehrlich gesagt nicht mein Ding. Vor allem, dass man das dann 7 Tage vor der Premiere mal macht. Ja, zehn Tage. Okay, so ja, wir waren in den letzten Proben fertig übrigens da. Ja, anders ging es bei dir wahrscheinlich nicht. Die wussten schon, dass ich da hingeschmissen hätte. Sehr cool. Ja, sehr schön. Sommernachtstraum hast du mitgespielt, den Lysander. Oh ja, wow. Sommernachtstraum habe ich 3-mal mitgespielt im Laufe der. Ich habe es gesehen bei euch da auf der Bühne. Ich fand's toll. Ja, welchen? Ich habe 76 den Lysander gespielt. Den werde ich nicht erlebt haben. Dann habe ich auf jeden Fall den Peter Squenz gespielt, den Handwerksmeister. Genau.
Und dann habe ich in dem dritten Sommernachtstraum habe ich den Zettel gespielt. Ach so. Und das ich war das dritte Mal, habe ich das mit Sicherheit erst. Ja, genau. Wann war das? Das dritte Mal. Kann ich jetzt nicht sagen. Ich finde Sommernachtstraum. Der erste Lysander, das war 76, da war ich, jetzt muss ich überlegen, da war ich drein. Sommernachtstraum. Zettel war 2007. Ja, ja genau. Genau, das kann passen. Lysander, ein Rasen dient als Kissen für uns zwei, ein Herz, ein Bett, zwei Busen, eine Treue. Aber lang ist her. Sehr schönes Stück, Shakespeare, natürlich, klar. Den Lysander hat dann später irgendwann mal, hat mein Sohn den Lysander gespielt. Da habe ich, glaube ich, weiß nicht, welches Jahr das war, habe ich, glaube ich, den Zettel gespielt. Okay. Dreimal. Sehr cool. Ja, interessant. Der kleine Muck hast du gemacht, Tumult im Narrenhaus. Oh ja, oh, das ist eine schöne Geschichte. Tumult im Narrenhaus. Da wollte der Regisseur damals, Wilhelm Michael Mund, wollte unbedingt den Faust spielen. Oh. Und da gab es dann natürlich Kräfte innerhalb der Spielschale, die gesagt haben, nee, also Faust will auf der Freilichtbühne keine sehen, das machen wir nicht. Dann wurde sogar damals, da gab es eine Versammlung, da haben alle noch mitentschieden, welches Stück gespielt wird. Ich kann mich erinnern, die war bei Lansing damals. Also ihr hattet keine eigene Dramaturgie in dem Sinne, sondern jeder hatte das Wort. Praktisch die gesamten Mitglieder haben entschieden, welches Stück gespielt wird. Okay. Und dann hat Wilhelm Michael Mund damals das Stück vorgestellt, Faust, und dann wurden sogar Kegelclubs, die dann irgendwo alle wohl Mitglied der Freilichtbühne wurden aktiviert, hier, wir wollen nicht den Faust, ihr müsst alle zu dieser Versammlung kommen. Oh ja. Die wurden dann heißen, dass ja nicht dieser Faust dann durchkommt. Okay. Und das war also eine spannende Sitzung, lang, lang ist her. Und dann wurde tatsächlich nach einer sehr turbulenten Diskussion wurde dann der Faust nicht gewählt, sondern, und da hat der Wilhelm Michael Mund nur gesagt, welches Stück wollte er denn dann spielen? Ja, Tumult im Narrenhaus. Ja, die erste Probe hat ja heute schon stattgefunden. Auch sehr schön. Und somit ist es dann zum Tumult im Narrenhaus. Ja, echt gut. Ja, echt. Ja, das passt dann. Wobei Faust, das darf man sich auch gerne mal antun. Ja. Ja. So oft, aber damals hatten die ja gesagt, das können wir doch nicht machen. Das ja, verstehe. Müssen wir das? Na? Keine Ahnung. Guck mal, die Kaffeemaschine geht wieder schlafen. Ist das schön, ne? Also. Und ich muss einfach leise. Aber du kannst deswegen nachher gerne noch einen Espresso bekommen, dann wecke ich sie wieder auf. Ja. So, was hast du hier noch? Wilhelm Tell. Ja. Wilhelm Tell ist auch immer sehr schön. Dann Götz von Berlichingen. Oh ja, schönes Stück. Götz von Berlichingen habe ich den Franz von Weißlingen gespielt. Da war damals meine, die auch sicherlich hier in Nordhorn bekannt ist, meine Partnerin war Christa Wallmann, genannt Düse. Viele Regina Leo wird die kennen. Die kennen, ja. Genau, die kennt die sogar sehr gut. Da habe ich den Weißling gespielt. Ich weiß, da bin ich dann vergiftet worden, bin 10 Minuten lang gestorben. Ich habe in meiner privaten Hütte habe ich noch so ein Bild, wo ich gerade sterbe. Das dauerte dann aber 10 Minuten. eine wunderbare Rolle. Ja. Der widerspinstigen Zähmung, oh, den Petrucci. Auch sehr schön. Ja, genau. Gespielt. Ja. Schlecht. Jedermann, hast du den Jedermann gemacht? Ja, ich habe den eine heftige Rolle. Ja, war auch heftig. Das war 1982. Also wie gesagt, ich kann über jedes, du kannst auf irgendein Jahr tippen, ich kann dir so viel erzählen. Das 82 habe ich den Jedermann gespielt und ich war dritte Wahl. Oh, das ist nicht zu glauben. Ja, erst hat man mal Klaus Klautke gefragt, der war damals Lehrer und der hatte wohl Respekt vor dieser großen Rolle. Ich mach das muss nicht. Muss man noch haben. Dann wurde Helmut Riesenpatt gefragt. Oh ja, den kenne ich auch noch. Mittlerweile auch schon verstorben, guter Sprecher, gute Stimme. Ja. Na, der wurde auch gefragt, der war im Gymnasium, sagt, nee, ich habe eine Abiturklasse, ich kann nicht den Jedermann spielen. Und dann hatte ich Wolf Rathjen damals bei mir, da wohnte ich an der Schütterfer Straße, hatte ich den bei mir sitzen, da sagt er, du bist mein Jedermann. Ich sage, ich bin 29. Na, sagte 29, du fährst mit deinem Porsche vor, hast deinen Aktenkoffer in der Hand, plötzlich verspürst du ein Stechen in deiner Brust, dann bist du Jedermann. Genau. Ich sage, ich möchte dich haben, sagte er. Stimmt. Hatte ich zu Hause dann noch ein bisschen Probleme, dass ich die Rolle dann angenommen habe. Damals, das hat sich heute verändert, habe ich in 6 Wochen diesen ganzen Text des Jedermann gelernt. Oh. Heute würde ich, behaupte mal, da würde ich viel, viel länger brauchen. Es dauert echt länger, merkst du auch schon. Also wenn ich abends was gelernt habe, am nächsten Tag musst du es ja noch können, dann ist es schon fast wieder weg. Oh. Ja, okay. Also wird jetzt schwierig, aber damals habe ich in 6 Wochen diesen ganzen Text gelernt. Und Jedermann ist anspruchsvoll. Ja. Das ist ja mal eben... Nimm die Belehrung an, das war ein weiser und hoher Mann, der uns das Geld ersonnen hat, dadurch unsere ganze Welt in ein höheres Ansehen gestellt und jeder Mensch in seinem Begleich, schier einer kleinen Gottheit gleich und so weiter. Wunderschön. Ja, wunderschön. Hat es also mit dem Originaltext gemacht, aber modern inszeniert. Nee, eigentlich eher klassisch. Doch, klassisch auch. Ja. Also nicht mit Porsche. Das habt ihr ja mit... Nein, das war nur seine Idee, um mir zu sagen, du bist auch mit 29, kannst du Stechen in der Brust kriegen, kannst du sterben. Nur als Darsteller. Weil ich hatte so in der Vorstellung, Maximilian Schell, Salzburg, Mitte 50, dann kannst du vielleicht Jedermann spielen, aber mit 29 doch nicht. Ja. Nee, hat er mir gesagt, das kriege ich hin. Also. Chapeau. Ja. Große Rolle. Ja.
Tolle Rolle. Unvergessen, da war Düse auch meine Buhlschaft. Also Christa war meine. Die Buhlschaft. Da hat Heinz-Werner Köster noch mit. Ich habe ein schönes Foto, habe ich dir auch rübergeschickt. Da steht Heinz-Werner Köster drauf. Heinz-Werner Köster ist heute noch Verwaltungsdirektor des Thalia Theaters in Hamburg. Oh. Der hat damals, und links daneben sitzt Hübi. Das ist Prinzessin Huberta zu Bentheim. Ja. Mhm. Prinzessin hörte sie damals schon nicht gerne. Für uns war das mit Hübi. Mhm. Die sind mit auf diesem Foto. Mhm. Okay. Heinz-Werner Köster, irrer Typ. Und wie gesagt, jetzt muss er noch ein paar Jahre, muss er noch, habe ich kürzlich gelesen, der ist Verwaltungsleiter, weil Theater hat ihn auch nicht losgelassen. Mhm. Und er ist dann, weil er eben auch Betriebswirt war, er ist dann in die Verwaltung gegangen, ist dort seit Jahren Verwaltungsdirektor. Das ist ja auch wertvoll. Ich habe ihn lange nicht mehr gesehen, aber irgendwann kommt er wieder an. Auch ein Urbentheimer. Auch zu Hause geworden. Aber keine Haus. Ja, dann ist er kein Urbentheimer. Aber ich habe gerade mal gelesen, dann bist du ja tatsächlich irgendwann mal auch mit einem Tourneetheater unterwegs gewesen. Also einem Profitheater. Das war 1978, da war Wilhelm Michael Mund, da gibt es auch viel zu erzählen. Ich komme gar nicht zum Essen, die Tortellini, aber mach nichts. Du kannst essen und reden. Ach nee, du bist ein Mann. Schwierig. Ja, wir können nur eine Sache und die machen wir dann auch richtig. Nee, das war 1978, da hatte Wilhelm Michael Mund, hatte auf Schloss Burg an der Wuppe, der hatte zwei Theater im Studio und das Westdeutsche Tourneetheater. Und dann hat er ein Stück ausgesucht, Barbara Blomberg von Karl Zuckmeier, sehr personenstark, nur er konnte das mit seinem Stammensemble gar nicht besetzen, so viele Leute hat er nicht. Und dann hat er mich und Paul Wilke, den alten Paul Wilke, hat er gefragt, wollt ihr nicht mitmachen? Und so habe ich das erste Mal an diesem Profitheater mitgemacht. Und dann sind wir, also Paul und ich, immer mit diesem VW Käfer, mit meinem Auto, ich musste immer fahren, mit meinem VW Käfer, die 1:40 sind wir immer gefahren bis Remscheid. Und dann haben wir auf Schloss Burg an der Wupper gespielt. Und war ein tolles Erlebnis. Da habe ich auch das erste Mal Geld mit dem Theaterspielen verdient. Da habe ich mir dann damals so einen großen Röhrengerät, Flachbildschiebe gab es ja richtig, mit einem großen silbernen Fernseher davon gekriegt. Ich kriegte dann meine Fahrtkosten und einen kleinen Obolus für jede Vorstellung. Aber tolles Erlebnis. Da gibt es eine schöne Anekdote. Als ich dann mit Paul unterwegs war, wieder mit meinem VW Käfer und wir sind immer zum Café Vogt gefahren, weil er gerne seinen Apfelstrudel volle vor der Vorstellung gegessen hat. Und unterwegs, wirklich so auf halber Strecke, sagte, du hast heute eine neue Partnerin. Ich sage, ich wäre fast in den Graben. Ich sage, was habe ich? Ja, Wilhelm Michael hat mich angerufen, die andere hat rausgeschmissen. Das war auch so ein Tor. Rausgeschmissen, die haben ja nicht gelernt auf der Schauspielschule. Ja. Die hat er rausgeschmissen. Du hast heute eine neue Partnerin. Ich sage, wer ist denn das? Wir gehen ja gleich den Apfelstrudel essen, da sitzt im Café, da kommt sie hin. Dann könnt ihr ja schon mal den Text durchgehen. Und da ging mein kleines Herzchen wirklich. Oh. Und anderthalb Stunden später standen wir dann auf der Bühne. Ja. Und ich bin wirklich auf einem leeren Blatt Papier, haben gesagt, wir hatten nur einen Eingang, wir haben in dem Rittersaal gespielt, da geht es rein, da müssen wir raus, da setzen wir uns da hin, da küssen wir uns da, dann haben wir eine Geschichte, da müssen wir uns da hinten. Text haben wir uns dann wirklich am Tisch, so wie wir jetzt hier sitzen, Wahnsinn. Haben wir uns den Text zugeschmissen, geht. Und hat dann auch funktioniert, aber da bin ich. Hat sie das vorher mal gespielt oder was? Ich meine, die ganzen Abläufe, der ganze szenische. Nichts, sie wusste gar nichts. Sie ist auch, war auch gerade fertig mit der Schauspielschule, hat den Text gelernt, den reinen Text gelernt. Ja. Und ich habe ja auch der Regisseur, der war ja nicht, der hat zwar auch mitgespielt, der hat sich aber da nicht mehr eingemischt. Er sagt, die kriegt das hin. Mhm. Dann haben wir wirklich am Tisch, sind wir die Szenen durchgegangen, da gehe ich dich hin und ich führe dich schon ein bisschen. Mhm. Hab dann auch mal so unterm Tisch gemacht, hier, komm mal hier weiter näher an mich ran. Mhm. Ja. Wow. Man muss allen Ernstes bedenken, dass das flämische Volk aus der Behandlung dieser Sache gewisse Rückschlüsse ziehen wird. Das war einer dieser Rückschlüsse. Das ist aber wieder eine kleine Einlegung. Das muss ich aber eben versuchen. Ja, probier. Bitte. Ich guck dir mal, ob ich hier noch was Nettes. Ich meine, hier ist das so viel. Gerne. Ich kann ja jedes Einzelne hier durchgehen. Magst du mir was zu trinken geben? Aber selbstverständlich. Bitteschön. Danke. Dann gibt es hier noch die lustigen Weiber von Windsor. Da haben die Master Ford gespielt. Genau, stimmt. Mhm. Mein Gott. Ja, ich sage, du brauchst den mit dem Finger drauf tippen. Das Wirtshaus im Spessart, 84. Genau. 84, da hast du den Räuber Hauptmann gespielt? Ach ja, natürlich, ja klar. Ja, ich habe ja später, wir haben das ja jetzt vor ein paar Jahren nochmal gespielt. Genau, richtig. Da habe ich den Knoll gespielt. Ja, genau. Musste ich auch wieder singen. Ne? Ich wollte da nicht, haben wir dich ja auch. Ja, mittlerweile hatten sie mich da schon, habt ihr mich da gesehen als Knoll? Ja, ja, genau. Wir haben abends noch dann hinten gesessen mit dem. Wir haben noch ein Bierchen zusammen getrunken. Hinter mein Gott, wie kannst du das vergessen? Bei euch in der wer seid ihr überhaupt? Nee, stimmt, aber das wusste ich nicht mehr. So war's. Und damals habe ich den Räuberhauptmann gespielt. Und das Schöne ist ja, in dem letzten, wie heißt es, Fröhliche Weinberg, der hat ja mein Sohn den Räuberhauptmann gespielt. Richtig. Mhm. Da hat Philipp Schröder den gespielt und ich habe dann den Knoll gespielt. Ja, okay. Mhm. Ja, da war ich auch, Seid ihr denn mit der ganzen Familie auf der Freilichtbühne auch involviert? Deine Frau, du, ich sag mal, deine Kinder? Meine erste Frau, mit der ich auch vier Söhne habe, die hat damals mitgedacht, die Widerspenstige gespielt, in der widerspenstigen Zähmung. Mhm. Ja, okay. Genau. Ja.
Aber das war nicht so ihr Ding, sag ich mal ganz ehrlich. Meinen Söhnen habe ich nie gesagt, ihr müsst das gleiche Hobby haben wie der Vater. Die haben alle Fußball gespielt. Dadurch kenne ich jeden Fußballplatz hier in der Grafschaft. Ja. Von Ringe bis Grenzland Biest. Ja, genau. Und, ja, okay. Weil wir uns immer aufgeteilt haben, wer geht mit welchem Kind zu welchem Fußballplatz. Aber ich habe mein Hobby nie losgelassen. Und was mich dann freute, irgendwann kam Helmut Riesenbach, der Name fiel ja gerade schon mal, ja. Lehrer am Gymnasium. Mein Sohn war dort. Und dann war er dort in der Theater AG. Und da sagte er das ernst, da tut sich was auf. Ich sag, wieso? Dein Sohn, der macht das richtig gut. So. Und der hat dann auch wirklich über Umwege ein bisschen gedauert, ohne dass ich ihn angeschubst habe, hat er dann den Weg auch zur Freilichtbühne gefunden. Ja. Hat seinen Bruder, noch seinen jüngsten Bruder auch noch angesteckt. Und so haben wir dann, war auch schön, um die Kinder in Anführungsstrichen mal zu sehen, haben zwei meiner Söhne dann auch mitgespielt. Ja, ja, das ist doch schön, sehr oder? Schön. Das macht aber was. Es ist ja sowieso das Schöne an dem ganzen Hobby. Du kannst ja Fußball spielen, dann kannst du bis 37, dann geht es irgendwann nicht mehr, dann kannst du mal alte Herren spielen, ja. Genau, dann ist irgendwann ist vorbei. Ende. Aber Theater kannst du spielen, kannst das haben du. Wir nun wirklich gehabt. Vom Baby. Bis sie dich raustragen. Bis sie dich. Ich wollte gerade sagen, raustragen. Ja, genau. Bis du über 80 und sagst, jetzt genau. geht's wirklich nicht genau. mehr. Ja. Und das ist das Schöne an dem Hobby. Und es spielen ja ganze Familien mit. Es gibt eine Familie an der Freilichtbühne auch vor Jahren, die hatten eine Konfirmation und dann fehlten tatsächlich 18 Leute. Damit die Probe gar nicht stattfinden, die haben Konfirmation und alles, da spielt die ganze Familie spielt damit. Total klar. Das ist Wahnsinn. Ja. Aber ich finde es schön, das ist gerade so auch, ne? Freilichtbühne Bad Bendheim, das ist ja wirklich. Auch eine sehr, sehr schöne Bühne, muss man dazu sagen, meine Damen und Herren. Auf jeden Fall sehenswert. Ja. Eine Bühne, die in einem Felsen, ja, wie soll man sagen? Ja, eigentlich in einer Felsenlandschaft steht. Es ist ein alter Steinbruch. Ja, genau. Ja. Richtig. Es ist ein alter Steinbruch, das war einer der letzten, der noch aktiv war, Anfang 20. Jahrhundert, 1910, 1920 ist er noch betrieben worden und dann ist er 1925, als dort nicht mehr der Stein abgetragen wurde, haben sich ja kluge Menschen überlegt, da könnte man eigentlich ein Freilichttheater, das waren so die Beginn vieler Freilichttheater, die um die 20, 25 sind, glaube ich, da auch irgendwo. Sind ja etwas später, glaube ich. Etwas später, ich da weiß sind, die, nicht sind genau. die entstanden und dann haben die praktisch in diesem alten Steinbruch, haben die diese Freilichtbühne. Damals hieß das noch Vaterländische Freilichtspiele Bendheim e.V. Okay. Ja, also das war damals sehr. Bad Bendheim ist ja auch sehr bekannt durch den Bentheimer Sandstein. Genau. Der wird ja nun weltweit eigentlich, kennt man diesen Stein. Richtig. Und dazu könnte ich dann jetzt etwas erzählen, was so das Gebirge unterirdisch angeht. Ja, das machen wir dann ein andermal. Aber wir sind ja nicht in der Geologie, sondern. Nein, wir sind heute. In der Kultur aber unterwegs. Deshalb ist es auch, Entschuldigung, dass ich unterbreche, ist für mich eine der schönsten Freilichtbühnen hier in Nordwestdeutschland, weil es wirklich gewachsener Felsen ist. Da ist kein Pappmaché. Ja, klar, müssen mal ab und zu Kulissen gebaut werden, aber das ist wirklich pure Natur. Ja, ne? Ja, auch mit der Teichanlage daneben. Ja, das, ja, es ist total klasse. Es ist wirklich toll gemacht. Ja. Muss ich sagen. Ich finde auch die Überdachung, finde ich, wirklich gut überlegt. Ja, ja, die ist ja später, ich weiß gar nicht genau, wann die gekommen ist, 2011 oder so. Ja. Also da kann ich mich jetzt verdunen, das weiß ich nicht. Das ist natürlich schön. Ich habe mir gedacht, ein Dach über diese Bühne geht gar nicht. Ich war nicht, dass ich Gegner war. Ich habe gesagt, ich sag mal so, diese Atmosphäre, dieses Panorama von dem Felsen darf nicht verloren gehen. Und dann hat man Gott sei Dank diese Überdachung auch so gut geplant, dass sie wirklich nur das letzte Drittel, es sind 1246 Sitzplätze, und man hat das letzte Drittel überspannt mit diesem Dach, sodass allen noch diese Sicht auf den Felsen geblieben ist. Genau. Nur heute hast du natürlich, wenn du online deine Sitze buchst, die buchen erstmal, ist das unterm Dach? Früher haben die in der ersten Reihe mit Regenmantel, mit Regenschirm, haben die da gesessen, haben ihren Platz nicht verlassen, weil er sonst nass geworden wäre. Wir haben auf der Bühne gestanden, unsere Klamotten waren wirklich nass. Naja, klar. Aber heute buchen die erstmal Plätze. Oh, ist das unterm Dach, dann hätte ich die zuerst. Also, mittlerweile hast du das Gefühl, die sitzen viel, viel weiter weg. Weil die ja, eben. Weil die das da oben ist auch sitzen. Das, was ein bisschen vielleicht, ja, deswegen auch ein bisschen verloren geht. Ja. Ne? So diese Atmosphäre. Aber da passt sich wirklich da in die Landschaft auch an. Doch, ja, das ist ganz toll geworden. Mir gefällt es gut. Gut überlegt. Ja, keine absolut. Frage. So, was haben wir denn da noch für Schönes? Wir haben Schinderhannes. Oh ja, Schinderhannes, da gibt es eine schöne Geschichte. Ja, los. Schinderhannes, gibt es eine schöne Geschichte. Wir haben das Jahr danach haben wir Puntila gespielt und seinen Knecht Matti. Ja, stimmt. Da habe ich den Puntila gespielt. Okay. 2 Stunden auf der Bühne gestanden, ganz, ganz viel Text. War auch ganz toll, eine Szene, da haben Freunde mich damals mal angesprochen, dieser Hattelamemberg. Ich habe ja Höhenangst, also wenn ich 4 Meter auf der Leiter stehe, habe ich absolut Höhenangst. Und dann sind die hingegangen, dann haben wir direkt auf der Bühne Tische, Stühle, einen Berg gebaut. Der Puntila war ja der, immer wenn der besoffen war, war der Mensch. Und wenn er nüchtern war, war er Unmensch.
Und dann bin ich diesen Hattelemmerberg raufgeklettert. Und da haben die Zuschauer, die haben den Atem angehalten, der fällt da gleich runter. Und ich hatte auch wirklich Höhenangst. Ich war da froh, dass ich oben auf dem Stuhl gesessen habe und habe dann meinen Monolog da von mir gegeben. Das war Puntila, hat ganz viel Spaß gemacht. Ja. Und mein Knecht Matti, das war damals, heute ist er Sparkassenleiter in Bentheim, Jürgen Peziner, hat dann irgendwann auch mal mit dem Theaterspiel aufgehört, hat das Jahr drauf, hat er den Schindernis gespielt. Ja. Das war ein Jahr drauf, ne? Genau. Okay. Und ich hatte nur drei kleine Rollen, nur ich hatte den Schindernis zu verhaften. Und irgendjemand hat mir hinter der Bühne einen ganz tollen Witz erzählt, bis irgendein kleines Mädchen kam, sag mal, musst du nicht raus? Oh, Himmels Willen, ich muss heraus. Ich zu dem damals Jürgen Peziner Schindhannes, ich sage, sind Sie Johannes Bückler genannt Schindhannes? Ja, da bin ich, Sie sind verhaftet. Der hat mir hinterher gesagt, ich hätte weglaufen können. Ich habe anderthalb Minuten darauf gewartet, dass du mich jetzt endlich verhaftest. Und dann hat er, so okay. muss ich sagen, dann kam der Punti da ein Jahr drauf. Ja. Und dann haben die immer, man macht ja ab und zu, da muss man sehr vorsichtig mit umgehen, so letzte Vorstellung, dass man so irgendwelche Dinge macht, die der Zuschauer nicht mitkriegt. Das ist ganz wichtig. Das ist aber es war die vorletzte Vorstellung, das war die Gemeinheit. Ich habe als Puntila immer wieder in einen großen Korb von Flaschen gegriffen. Ja. Das waren alte Weinflaschen, das waren aber immer zwei, drei präpariert, die mit Wasser waren, weil ich zwischendurch mal, wenn ich da viel gesprochen habe, mal eben trinken konnte. Und ich greife in die Kiste und nehme auch meine Flasche raus, trinke raus und spuck's aus, weil ich nicht wusste, was war das. Du hast eine alte Weinflasche erwischt. Und da war ich auch kurz aus dem Text raus. Gott sei Dank, man ist wieder reingekommen, war der Zuschauer hat es überhaupt nicht gemerkt. Nur hinterher habe ich gesagt, wer war das? Wer war das? Irgendwann hat mir da den Streik gespielt. Und dann sagte der Jürgen Peziner, kannst du dich erinnern, dass du mich damals zu spät verhaftet hast? Ach. Ich war das. Und dann hatte ich gesagt, was war denn das? Ja, da war Schnaps drin. Und ich habe das ja nicht, du gehst ja davon aus, im Kopf, so, du nimmst diesen ordentlichen Schluck Wasser und hast dann Schnaps im Mund. Genau. Ja, ja. Boah, ja, und so hat er sich dann auf seine Weise gerecht, weil du mich damals als Schindhannes da hast verhungern lassen, hat er sich dann auf diese Art und Weise gerecht. Ne? Ah, toll. Ja. Ich sage, wer Theater spielt, der kann eine Menge erzählen. Das ist sag so. Ich dir. My Fair Lady hast du gespielt. Der Hauptmann von Köpenick. Dann der Teufel mit den drei goldenen Haaren. Kinderstück, guck mal an. Ja, genau. Was war denn so deine Lieblingsrolle? Ja. Also jede Rolle hat wo du jetzt sagst, so, okay, das hatte ich so richtig gefordert. Ja, was mir natürlich gefordert war damals der Jedermann war natürlich schon Hammer. Dann den Tevi in Anna Tefka, da habe ich wirklich auch Schauspielunterricht. Anna Tefka ist auch ein wunderschönes Stück. Wir haben ja immer mit Profis gearbeitet. Ja. Und da hatte ich zum Beispiel nur, da sagt sie, geh mal von da nach da, mit deinem Karre, mit den Milchkannen hinten drauf. Dann war ich dann da, wo ich hin sollte. An was hast du denn gedacht? Ja, nix. Das habe ich gesehen. Ja, genau so ist es. Ich denke, was will sie von dir? Ja. Das mach nochmal. Wer bist du? Wo kommst du her? Was hast du für einen Arbeitstag hinter dir? Und dann brauchtest du, du musst dich dann reinigen. Und das ist ja auch dieses Abheben, was man hat, dass man in die Rolle reinschlüpft. Und das hat sie mich ein paar Mal machen lassen. Und irgendwann, ich war noch gar nicht angekommen, sagte, stopp mal eben, jetzt hast du es. Das heißt also, sie sagte immer, dein Film stimmte nicht. Du musst, auch wenn du nichts sagst, musst du das denken. Und wenn du das denkst, dann nimmt der Zuschauer dir auch die Rolle ab. Dann transportiert so ist es. Und dann ist und das war, also ich sag mal, Tevier, dann haben wir später die Hexenjagd, den, habe ich den Proktor, da habe ich den Proktor gespielt. Mega-Rolle, Mega-Rolle. Proktor war interessant. Da hat sie Hexenjagd, hat sie die Bühne gemacht wie ein Spinnennetz. Hat nur Bretter auf der Bühne verteilt, die aussahen wie ein Spinnennetz. Und dann ist sie das erste Mal in den Zuschauerraum gegangen, was du ja normalerweise nicht machst. Du hast ja im Theater vier Wände, du hast links und rechts eine Wand, hinten eine Wand und vorne hast du die imaginäre Wand, durch die du nicht durchgucken darfst. Genau, da ist die Front und da ist der Zuschauer. Genau, wo du auch nicht durchgehen darfst. Und dann sind wir wirklich in den Zuschauerraum reingegangen. Leider war das Stück nicht stark besucht. Aber ich habe es gesehen, das kriegst du aus dem Augenwinkel mit. Da war eine, ich stand direkt kein Meter von der Zuschauerin entfernt, die eine Chipstüte neben sich liegen hatte. Die hat sich nicht getraut, in diese Chipstüte zu greifen. So. Die war so ergriffen, weil es hätte ja geraschelt. Die hätte mich ja vielleicht aus der Rolle gekillt, vielleicht auch nicht. Aber es war Totenstille und das war ein tolles Stück. Das ist wir waren alle in schwarz-weiß gekleidet. Ja. Ja. Nur schwarz-weiß gekleidet. Es gab ab und zu mal ein paar farbliche Punkte. Eine irre Inszenierung haben meines Erachtens zu wenig Leute gesehen. Wer hat das inszeniert? Das hat Gudrun Lelek inszeniert, die ist in Berlin. Ah, gut, die hat mir auch sehr viel beigebracht. Okay. Gute Schauspiellehrerin. Ja, toll. Man lernt ja eine Menge bei solchen Dingen. Ne? Das ist ja irre. Einer hat mich mal, wo war denn das? Er hat mich im, wie heißt das Stück? Hauptmann von Köpenick, hatte ich nur drei kleine Rollen. Da hatte ich einen Satz zu sagen. Nee, sagt er, das war's noch nicht. Ich sag, wie, das war's noch nicht? Mach nochmal. Der hat mich 4 Stunden geärgert. Boah. An einem Satz. Boah. Von 10 bis 14 Uhr. Aber ich habe gelernt.
Ja, ja, das ist Fakt. Auch das ist. Ich wusste daher, Morgen. Ich habe gesagt, wenn ich jetzt, nachdem du das 20 Mal gemacht hast, wenn ich jetzt diesen Satz nicht so rauskriege, wie er den hören will, höre ich auf mit dem Theaterspielen. Dann spiele ich nie wieder, dann können die mich hier alle mal. Und dann bin ich, habe gesagt, so, wer bist du? Du bist der Tuchhändler. Du musst dich da rein, geh da rauf, bin da rausgegangen. Auch der hat mich nicht zu Ende sprachen lassen. Jetzt hast du es, hast gemerkt, du hast abgehoben. Dieses Abheben heißt also, dass du wirklich, das hört sich jetzt komisch ab, dass du wirklich nicht mehr du selbst bist. Also wenn du wie so ein Geist rausgehst und siehst dich von oben selbst laufen und gehen. Und dann den Typen noch, und der musste auch noch ein bisschen Berlinerisch sprechen. Ja, okay. Und da hat er sofort gesagt, jetzt hast du es. Und wenn du das hältst, dann hast du den Typen, dann hast du die Rolle. Mhm. Und das war Schauspielunterricht pur. Ja, ist toll, genau, ne? Ja. So ist es. Ja. Und da unterscheidet sich das auch, wenn man mit Profis arbeitet. Ja, richtig. Die wirklich auch an Technik rangehen, an Schauspiel an sich. Die bringen einen weiter. Genau. Ja, da haben wir auch sprechen gelernt und auch wie du dich, dass du modulierst, dass du Zäsuren machst, dass du Pausen machst. Genau. Wie ich ja vorhin in unserem Vorgespräch auch sagte, dieses Senden und Empfangen. Du als Schauspieler sendest und der unten ist, der Zuschauer, der muss empfangen. Du musst dir immer, nicht, dass du jetzt riesen Pausen machst, aber du musst immer bedenken, der muss das auch noch verstehen, was du willst. Genau. Das sind immer ganz, ganz kleine Zäsuren. Wenn du nur in einem durchredest und redest und redest, der macht irgendwann zu, hört nicht mehr zu, ist zu ihm anstrengend und sagt, das war eine scheiß Vorstellung. Ja, das sagt nicht passieren. Du musst immer, ich sag, die müssen dir an den Lippen hängen. Du musst dir, die müssen das glauben, was du sagst. Ja, genau so ist es. Der Mann mit der eisernen Maske, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, andersrum. Dann Heiße Ecke habt ihr gespielt. Das ist jetzt alles. Die habt ihr doch auch schon wiederholt eigentlich. Die haben wir zweimal gespielt, Genau. Das war jetzt auch. Da habe ich den Frittenbesitzer gespielt und musste nachher noch den Bayern spielen. Da hatte ich einen ganz schnellen Umzug hinter diesem Frittenwagen. Ich musste raus, musste umziehen in der, es war keine bayerische Tracht, es war ja Sommer, und musste dann bayerisch sprechen. Ich und Mundart bin da nicht so toll drin, haben aber auch irgendwie hingekriegt. Okay. Ja, total witzig. Es war keine Riesenrolle, aber die hat Spaß. Sehr schönes Stück, die Heiße Ecke. Kommt ja von Hamburg. Und da durfte ich dann auch wieder singen. Wir hatten zum Beispiel übersehen. Genau. Sehr schön. Und, dann hast du irgendwann mit einigen Kollegen die Bentheimer Kulisse gegründet. Wann war das? Das war 1998. Das war so der Zeitpunkt, wir waren nicht ausgelastet. Ne? Ja. Wir müssen noch irgendwas, da haben wir über ein halbes Jahr lang haben wir zusammengesessen, was kann man machen, um die Kultur in Bentheim, außer Freilichtbühne natürlich jetzt, um irgendwas anderes zu machen. Und da war auch ein Gastwirt dabei, mittlerweile auch verstorben schon. Er hat immer auf seine Sache gehabt, wir müssen Erlebnistheater machen. Das heißt, die Leute müssen an runden Tischen sitzen, die müssen was zu essen und zu trinken bekommen. Also nach diesem halben Jahr Brainstorming, sag ich mal, ist dann letztendlich die Kulisse entstanden. Und ich habe gesagt, damals noch, also von denen, wir waren zu viert damals, heute sind es nur noch Heiko, Annik und ich, die den Laden leiten, sag ich mal so. Mhm. Da habe ich gesagt, wir müssen es erreichen, dass man uns nach zwei Jahren die Karten aus den Händen reißt. Und wir haben die, naja, toll, wie willst du das denn hinkriegen? Ich sage, das müssen wir hinkriegen, wir müssen uns rar machen, das heißt einen kleinen Raum, wo nur 80 Leute reinpassen und den müssen wir suchen, voll zu kriegen und durch dieses rar machen. Wir haben dann damals auch nur 6 oder 7 Vorstellungen gemacht, hoppla, das ist uns dann auch gelungen. Und dann haben wir eigentlich gesetzt auf die Kurgäste, die Gäste, die nach Bentheim kommen, dass man denen was anbieten kann. Wer ist gekommen? Die Bentheimer sind gekommen. Wahnsinn. Gott sei Dank sind die gekommen. Ja. Mittlerweile kommen die Grafschafter, mittlerweile kommen sie alles. Aus Köln, aus Essen, aus Berlin. Ich wüsste nicht, wo die Kulisse nicht bekannt ist. Ja, die kommen also überall her. Und es ist uns wirklich gelungen, nach 2 Jahren haben die uns die Karten aus den Händen gerissen. Mhm. Jetzt sind wir mittlerweile bei 31 Vorstellungen. Das ist schon eine Nummer. Das ist ja wie en suite, ja. Das ist schon eine Nummer. Ich wollte gerade sagen. Ja. Wir spielen dann 14 täglich. Aber es macht immer wieder Spaß. Und jeder Abend ist anders. Du hast jeden Abend gefühlt ein anderes Publikum. Ja, das ist so. So nach dem Motto, warum reagieren die jetzt an der Stelle? Warum lachen die da? Und das ist gediegen. Das ist gediegen. Ne? Das ist irre. Wir haben schon oft da gestanden, sag mal, was ist denn mit dir? Sind wir so schlecht oder kapieren die das Stück nicht? Die sind ganz drin im Stück. Ja. Und machen erst hinterher, die Welle. Das ist ganz oft, die sind dann so konzentriert. Aber ihr habt auch ein wahnsinnig gutes Stückgefühl, habe ich das Gefühl. Ihr habt sehr viel von Ray Cooney gemacht, auch zum Teil. Ne? Habt aber auch wirklich tolle weitere Komödien, auch alte Stücke mit aufgenommen, wo ich einfach nur sagen muss, 3 Männer im Schnee zum Beispiel. Ja, ganz toll. Ja, wirklich. Also es war grundsätzlich so, haben wir uns damals gesagt, wir müssen das Genre Komödie bedienen. Die Leute sollen rausgehen, sollen nach 2 Stunden sagen, wir hatten einen schönen Abend. Ja. Dann hast du alles erreicht. Das müssen wir hinkriegen. Und wir sind ein Pendant zur Freilichtbühne. Das heißt, die Freilichtbühne hat damals Angst, dass wir jetzt macht ein Konkurrenzunternehmen. Ja, das kommt immer gleich auf. Also für uns war das Spießrutenlauf, wenn wir zur Freilichtbühne kamen, verstummte alles, da kommen die Bösen, wir wollten gar nichts Böses. Haben wir denen dann aber auch in einem längeren Gespräch erklärt, wir wollen
A, zu einer Zeit spielen, wo die Freilichtbühne nicht spielt. B, wollen wir Stücke spielen, die man auf der Freilichtbühne eigentlich nicht spielen kann. Mhm. Und man kann sich auch gegenseitig, da habe ich ein gutes Gespräch mit Helmut Riesenpart gehabt, der gesagt hat, man kann sich auch gegenseitig befruchten. Und genau das ist so passiert. Das heißt, viele Leute sind zu uns gekommen und auch umgekehrt. Mhm. Viele Leute sind zu uns gekommen, die dann später zur Freilichtbühne gekommen sind. Ja. Und wir haben uns wirklich gegenseitig befruchtet. Ja. Und ihr habt ja auch eine ganz andere Dramaturgie im Hintergrund. Dieses Stück, die Stückfindung an sich, das bedient ja was ganz anderes als das, was die Freilichtbühne an sich macht. Und wir haben immer Wert darauf gelegt, dass wir einen Profi-Regisseur haben, der das Genre auch kennt. Mhm. Wir sind damals mit Stefan Volkmann angefangen, der eigentlich aus der Musikszene kommt. Seine Schwester war mit Günter Mack verheiratet, war eine berühmte Schauspielerin. Da habt ihr doch Ulrike Ludra heißt sie. Ja. Und wir haben dann damals mit Stefan Volkmann gearbeitet, haben da auch 10 Jahre, weil er war mit in dem Team und hat diese Bad Bentheimer Kulisse entwickelt. Mhm. Aber nach 10 Jahren, ich will nicht sagen, dass man sich verbraucht hat, aber da haben wir irgendwann mal gesagt, es muss jetzt mal ein Wechsel stattfinden. Ja. Ja. Und dann habe ich ans Telefon gegangen, wie macht man das, habe in Münster angerufen beim Boulevardtheater, habe Frau Angelika Ober angerufen, ich sage, ich suche einen Regisseur fürs Innentheater. Was macht der denn? Habe ich kurz erzählt. Ja, was verdient denn der? Ja, sagt, das müssen Sie mir schon sagen, das will der wissen. Dann habe ich noch eine Zahl rausgelassen, dann hörte ich nichts mehr. Ich sage, hallo? Ja, ich selbst komme nicht in Frage. Ich denke, scheiße, zahlen wir zu viel. Ja, okay. Ich selbst komme nicht in Frage, sagt sie, aber ich gebe Ihnen mal so 2 Adressen da, rufen Sie mal an. Ja. Und so sind wir, ich will das jetzt nicht zu lang machen, sind wir auf Roland Heitz gestoßen, wo dann irgendwann der Sturm Kyrill war und wir telefonieren und sagte, ich komme heute nicht nach Bentheim, schaffe ich nicht. Mhm. Wir haben uns dann nochmal wieder vertagt, haben uns dann getroffen. Wir sind dann nach Weinheim gefahren und haben ihn dort quasi an dem Abend auch verpflichtet. Chemie stimmt, sagt er, wir können alle. Okay. Ja. Und auch sein Freund Kaiser. Florian Alexander Kaiser, das ist übel, wenn ich den Namen falsch ausspreche. Florian Kaiser war sein Freund, sagt, mach, ja, das sind Amateure. Er sagt, mach das, dein Ding. Ich glaube, dass die ganz gut drauf sind. Der ist auch 10 Jahre bei uns gewesen. Ja, der war lange bei uns. Der war auch 10 Jahre bei uns und der kannte das Genre, Komödie. Ja. Ja, ja. Wir haben dann später sogar, wir haben immer geliebäugelt mit den 12 Geschworenen. Und habe ich gesagt, die können wir nicht machen, die 12 Geschworenen. Da brauchst du 18 Leute, weil eventuell noch welche doppelt besetzt werden müssen. Und es sind ja nicht 12, dann kommt noch der Gerichtsdiener dazu, dann bist du 13. Das können wir, ich habe immer gesagt, das können wir nicht besetzen. Und wir haben dann immer mit Roland gesagt, ich möchte das immer gerne mit euch machen. Er sagte, es gibt aber keine Doppelbesetzung. Ja, das mag er nicht. So, und dann hat er dann bei einer hat er eine Ausnahme gemacht, die also wirklich Uta Rosenski, die auch 3 Kinder hatte, sagte, Uta, ich muss doppelt spielen. Da hat er die Ausnahme zugelassen. Okay. Und das Stück war für uns, die Leute sind am nächsten Tag, haben die mich angerufen. Ja. Wir sind gestern Abend mit diesem Stück ins Bett gegangen und heute Morgen damit aufgewacht, dass ihr sowas mal gespielt habt. Weil wir waren immer bekannt, auch es gibt wieder Lachen in Tischbeißen und Schenkelklopfen. Und ich habe gesagt, dürfen wir uns das leisten? Dürfen wir denen sowas mal anbieten? Und die Leute haben gesagt, macht bloß wieder sowas. Wir waren total begeistert. Mhm. Ja. Also es muss nicht immer die Schenkelklopfen, klar waren da auch ein paar lustige Szenen drin, aber es müssen nicht immer diese Schenkelklopfen an sich sein. Das ist schon anspruchsvolles Theater, kann man nicht anders sagen. Ja. Und dann haben wir auch mal so wie Spanische Fliege oder wie du gerade sagtest, 3 Männer im Schnee gespielt, mal so alte Stücke. Genau, Erich Kästner, wunderschönes. Weil irgendjemand sagt, ihr spielt ja immer nur den Kuni und so. Ja. Und nein, wir können auch was anderes, wir machen auch mal was anderes. Und das fand ich toll, echt. Ja, also wer die Bentheimer Kulisse noch nicht kennt, kann ich wärmstens empfehlen, wer sich mal in Richtung Bentheim aufhält, in der Kirchstraße. In der Kirchstraße. Wart ihr da von Anfang an? Da waren wir, von Anfang an nicht. Wir haben also das erste Mal, da hatten wir noch keinen Ort, wo sollten wir spielen. Das war dann, eigentlich hätte man sich da viel früher dran halten, wo spielen wir denn? Dann gehen wir ins Kurhaus. Ja. Haben wir gefragt, haben die Familie Uhl gefragt. Als wir dann da mit dem Pinsel Farbeimer durchs Kurhaus liefen, da kriegte die Frau Uhl, kann mich gut erinnern, kriegte fast einen Herzinfarkt. Ich sage, wir malen hier nichts an, wir malen nur unsere letzten Kulissenteile dort an. Ja. Da haben wir also wirklich vor 400 Gästen, die natürlich, man hätte mehr reinlassen können, die haben dann auch, wie gesagt, wir wollten unser Prinzip an den runden Tischen mit den Getränken das durchziehen. Dann haben wir 2-mal in dem Kurhaus gespielt. Und dann sind wir aber in diese Kirchstraße gegangen und da war eigentlich, das war eine Schießhalle, war mitten in der Stadt. Da haben, da haben die drin geschossen, da hat die Feuerwehr ihren Raum gehabt. Und da haben wir dann eine provisorische Bühne reingesetzt, wirklich provisorisch, auf der haben wir 10 Jahre lang gespielt. Das wusste gar nicht, wir spielen immer noch auf diesem Provisorium. Ja. Und haben dann das gespielt und mussten auch, wir hatten eine Woche den Raum zur Verfügung gekriegt, da haben wir dann 7-mal in der einen Woche gespielt. Und hatten da schon einen guten Zulauf. Da habt ihr also praktisch jeden Abend gespielt sozusagen. Ja, jeden zweiten Abend. Also haben wir, ich glaube, nur 7 Vorstellungen gemacht. Mhm. Das lassen 6 gewesen sein. Ja. Und das waren so die Anfänge. Und dann haben wir wirklich, da stand dann hinten in der Ecke noch ein altes Sofa. Ja. Da waren dann so eckige Tische, alte, hässliche Stühle, die man so hatte, so limberfarbene, keine Ahnung. Ja. Stühle hatten wir da.
Und so sind wir angefangen. Und dann hat sich das natürlich entwickelt. So wie heute ist es ja ein soziokulturelles Zentrum. Da muss ich auch nochmal Dank an die Stadt sagen, die sich da engagiert hatte. Wir haben dann nur mal uns das alte Kino angeguckt, um als mögliche andere Spielfläche. Am nächsten Tag kriegte ich einen Anruf vom Bürgermeister. Ihr habt euch das Kino angeguckt. Ja, aber nur mal so. Ich möchte, dass ihr hier in der Stadt bleibt. Wow. So. Okay, weil es hat ja auch, er hat uns das auch erklärt, er sagt, ihr zieht zu viele Leute ran, die gehen hinterher in die Peripherie, die gehen so, in die Kneipen rein, laut. Die gehen in die Gastwirtschaften, die freuen sich immer. Es belebt die Gastronomie. Weil die kommen ja auch gruppenweise, die kommen ja zu 10, der Kegelclub oder der, was weiß ich, die Nachbarschaft. Und hinterher, wo gehen wir jetzt noch eben Party, trinken? Deshalb hat er gesagt, ihr müsst in der Stadtmitte bleiben. Und dann später hat er mich mal sprachlos gesehen. Das ist, werdet ihr jetzt merken, gibt es das auch, dass du sprachlos bist? Das gibt's nicht. War ich in dem Moment, als er sagte, was hältst du davon, wenn wir die Jugend mit in das Gebäude reinnehmen? Ich im Hinterkopf, Jugend, Alkohol, Lautstärke, ich weiß nicht was. So nach dem Motto, ja, sagt er, lass es uns mal ergebnisoffen diskutieren. Ich muss mich von ein paar Liegenschaften in der Stadt hier trennen und ob man euch nicht als soziokulturelles Zentrum zusammenpacken können. Ja. Und dann haben wir wirklich über 3 Jahre auch das Gebäude mitgeplant. Wir haben unsere Wünsche, die dann auch berücksichtigt wurden, haben sie berücksichtigt. Und heute ist das ein Gebäude, da ist Leben drin, da ist die Bürgerstiftung drin, da ist das unabhängige Jugendhaus drin, da sind wir drin. Hat er toll gemacht, bin ich mir auch dankbar, dass er das damals so durchgezogen hat. Ja, und das ist jetzt unsere Spielfläche. Ihr habt es ja gesehen, mit 80 Plätzen, wirklich mit roten Stühlchen, mit rotem Vorhang. Total süß. Da kann man nur den Hut vornehmen, finde ich. Das ist ganz heimelig, Tolle Arbeit. Ist total nett. Ja. Man sitzt da, man wird nett bedient. Es ist Gastronomie dabei, aber man wird am Platz bedient. Und das ist wirklich so, wie man sich eigentlich Theater wünscht. Und das Schöne ist auch, dies Anfassen. Ne? Ja, ich sage doch nur so, wenn wir dann... Ich brauche immer so eine halbe Stunde, um wieder aus der Rolle zu kommen. Ja. Das ist ja wirklich, du kannst dich zwar auch in der Maske wohl privat unterhalten, du bist aber immer im Hinterkopf, du bist in dieser Rolle, dann auch in der Pause. Mhm. Und dann nach dem Stück, ich sage den anderen, geht ihr schon mal, ich brauche noch eben. Und dann brauche ich wirklich eine halbe Stunde. Ich habe das mal von dem, wie hieß er, Bruno Ganz, der hat den Hitler mal gespielt. Der hat gesagt, er hat ein halbes Jahr gebraucht, um aus dieser Rolle wieder rauszukommen. Das glaube ich. Und so ähnlich geht mir das, ich sage mir jetzt wirklich im Kleinen, aber du brauchst 20 Minuten, eine halbe Stunde, um wieder runterzukommen. Du gehst aus dem Kostüm raus, du ziehst deine private Jeans an, du trinkst dir dein Bier und dann sagst du so, und jetzt kann ich hingehen. Das ist eben das Schöne, weil die Zuschauer, wenn die dann vorne ins Café gehen, dann freuen die sich, dass sie nochmal eben privat nicht, dann holst du dir auch dieses, wovon leben wir denn? Das ist vom Applaus. Vom Applaus, genau, ja, richtig. So, und dann kriegst du nochmal so ein Schulterklopfen, Mensch, habt ihr ganz toll gemacht, schön, wer hat denn das Stück ausgesucht und bla bla bla. Macht ganz viel Spaß, sich das Schulterklopfen dann, das ist der Lohn, den wir bekommen. Genau, ja, es ist aber auch schön, dass man dann direkt mit dem Zuschauer nochmal reden kann, das bindet die Zuschauer ja auch irgendwo, ja? Genau. Ja. Wenn die merken, ach, gucke mal, die sind nett, die sind persönlich, dann gehen wir gerne wieder hin, ne? Nicht nur das Stück hat uns gefallen, sondern die Leute, die dahinter sind, auch. Ja. Und das ist doch sowas Persönliches, das hat man ja nicht an jedem Theater. Da muss man schon einen von den Darstellern kennen. Ja. Sonst hat man dieses Privileg ja eigentlich nicht als Zuschauer. Ja, wir haben das mal Silvester gemacht. Früher haben wir mal 2 Silvestervorstellungen gemacht. Das ist ganz heftig. Das ist heftig. Da haben wir dann um 17 Uhr gespielt und um 20.30 Uhr nochmal. Dann warst du gerade raus, hattest eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit, dich wieder und fängst dann nochmal von vorne an. Mhm. Hammer. Da haben wir noch zusammengesessen so bis 2 Uhr beim BSCB und dann ist alles nach Hause. Wir waren müde. Ja, ne? Aber dann haben wir mal was gemacht, nachher haben wir es sein lassen, sind dann, die Zuschauer gehen vorne raus, wir sind hinten rum und haben uns als Spalier vorne aufgebaut, im Kostüm. Und hatte ich so das Gefühl, viele Zuschauer haben Probleme damit. Mhm. So nach, jetzt standen wir alle noch im Kostüm, hast du da oben gerade auf der Bühne gesehen, jetzt stehen die direkt hier vor dir. Genau. Also haben wir später gesagt, müssen wir das machen. Ich sage, wir müssen das nicht, wir können das wieder sein lassen. Ja. Aber das war irgendwie so, hat das Gefühl, als wenn das denen nicht so ganz richtig gewesen wäre, ich weiß es nicht. Genau. Ja, man kennt das auch von anderen Bühnen wohl, dass das so gemacht wurde. Auch in Kinderstücken wurde das ganz gerne mal gemacht. Ja, bei Kindern, ja, okay. Genau, ne, das dann, ich weiß nicht mehr, war das bei Tabaluga oder ich weiß es nicht mehr, Simba? Da haben sie es dann auch gemacht. Ja. Ich fand es allerdings auch eigenartig. Es ist ein bisschen, also wahnsinnig befremdlich. So, genau. Befremdlich. Ja. Kinder gehen da anders mit um, wenn er jetzt gerade sagt, Kinderstück. Genau, Kinder gehen damit anders um, die finden das toll, aber für Erwachsene ist es teilweise dann befremdlich. Weil deswegen steht unser Eins ja auf der Bühne und nicht der Zuschauer. Ja, und genau. Die sind dann in dem Moment quasi auf der Bühne.
also ja. übertragen im übertragenen Sinne und das ist denen dann unangenehm. Aber du merkst genau. im Gesicht, merktest du denen die Überraschung an, oh, jetzt, ja. jetzt stehen die hier direkt vor dir. Jetzt stehen die ja, die hatte, hatte ich das Gefühl, und dann haben wir es nachher sein lassen. Ja. Ich glaube, die Zuschauer haben ein bisschen Probleme ja. damit. Das ja, ja, wieder. Haben sie viel. Du kannst besser vom Vorhang deine Verbeugung, deinen Schlussapplaus ja. machen und Vorhang fällt und dann ist gut. Wir kennen das zum Beispiel vom Schauspieldinner, von unserem Krimi-Dinner aus, dass oft gefragt wird, bevor die Leute die Karten kaufen, ja, wir als Zuschauer müssen dadurch jetzt nicht irgendwas machen. Ganz genau. Ja, und ja. da können wir die Leute dann immer auch gleich beruhigen und sagen, nein, ihr seid die Zuschauer, ihr dürft nachher was raten und das ist schon alles. Wir gehen ja, ja nun auch wirklich mit einem richtigen Abendstück ins Haus. Ja. Das ist ja nicht irgendwie, dass wir die, dass wir da so ein Impro-Theater hochhalten oder sowas in der Richtung, sondern das ist wirklich ein Schauspiel. Aber der Zuschauer will nicht auf der Bühne stehen. Das nein, genau, das ist das Ding. Ja, das ist ja was, so. Ich kann genau nachvollziehen, was Eva sagt. Wenn, ich, wenn wir mal ins Theater gehen, Heiko und ich haben schon mal öfter uns irgendwelche Stücke angeguckt, die wir eventuell mal spielen könnten bei der Kulisse, dann nehmen wir die erste Reihe, weil da sitzt keiner. Da sind oft Plätze frei, die erste Reihe, weil sich da keine hinsetzen haben. Angst, die haben Angst, dass sie irgendwas machen müssen. Und nachher werde ich noch direkt, hast du ja manchmal, dass einer über die Rampe den ersten Zuschauer vorne genau. Ja, ja, richtig. Die erste Reihe ist oft frei und wir haben da kein Problem. Ich sage, komm, wir gehen in die erste Reihe. Ich kann sagen, unser hat da kein Problem mehr. Das ist ja. Wir kommen mal zum Thema Gegenwart. Ihr habt ja noch ein Stück erprobt oder seid ihr noch damit im Lauf oder wie geht es für euch? Bist du jetzt bei der Kulisse oder bei der Freilichtbühne? Ja. Sowohl als auch. Sowohl als auch. Ja, bei der Freilichtbühne ist es so, dass wir seit 14 Monaten durch die Pandemie eben jetzt an dem Stück in 80 Tagen arbeiten. Nur es zieht sich wie Gummiband hin, weil immer die, die niedersächsische Verordnung oder dann die, die Bundesnotbremse geht rein. Wir haben die letzten Proben waren online und das zieht sich jetzt über 14 Monate hin. Oh, und es ist jetzt ganz aktuell. Ich denke, dass heute oder morgen es da noch eine weitere Entscheidung gibt. Ja. Wir haben Online-Proben gemacht, nur ich habe mich dann irgendwann verweigert. Online-Proben bringen nichts. Nein. Das, du, ich war zwar froh und viele andere auch, mal wieder jemanden zu sehen. Und wenn du dann zu neun da auf dem Bildschirm bist, ganz toll. Aber das Proben, ist richtig, ja. Man hat sich mehr oder weniger das Stück nochmal vorgelesen, aber du kannst ja nicht in die Rolle einsteigen. Nein. Du brauchst deinen Partner vor Ort, der muss vor dir sein, mit dem musst du arbeiten. Und jetzt ist man, Stand gestern, vorgestern, nee, das ist etwas länger her, hat man sich jetzt entschieden, die Saison nicht abzusagen, aber nach der Spielpause zu verlegen. Ja. Jetzt fragen wir uns, auch die Protagonisten fragen sich, wie soll denn das gehen? Wann sollen wir noch probieren? Wir probieren jetzt schon wie so ein Gummiband seit 14 Monaten an diesem Stück und kommen eigentlich nicht richtig aus den Socken. Ja, das ist so. Und es gibt jetzt viele, die das ganz toll finden, dass wir nach der Saison uns wieder treffen, nach der Spielpause wieder treffen. Aber es gibt auch einige, die eben sagen, Leute, es kann, lass doch die indische Variante wieder kommen. Wir wissen, du weißt doch morgen gar nicht, was ist. Können wir mitproben? Können wir probieren? Mit wie vielen Leuten darfst du da stehen? Man hat sich gekümmert. Auch die Stadt Bad Bentheim hat da einen Antrag über den Landkreis gestellt. Man darf sich wieder in gewisser Form versammeln, aber proben immer noch mit Abstand, mit Maske. Und ich sag mal hier ganz klar, mit Maske probieren und spielen geht gar nicht. Kannst du nicht. Deshalb, möchtest du noch? Nee, alles gut. Alles hat sehr, sehr gut geschmeckt. Aber von daher ist es so, dass die Saison jetzt erstmal verschoben ist. Jetzt wird auch noch einen Spielplan geben. Aber es gibt auch eben die, die sagen, wir sind nicht so ganz begeistert. Ich wäre zum Beispiel einer, der gesagt hat, Mensch, macht einen Cut und fangt im nächsten Jahr ganz, ganz neu an. Dann heißt es natürlich, wir müssen die Leute bei der Stange halten. Aber da gibt es auch Möglichkeiten, die anders bei der Stange zu halten. Aber da wird es jetzt in den nächsten Tagen sicherlich auch eine Entscheidung geben. Ja. Ich spiele da den Mr. Fix, eine ganz witzige Rolle wohl. Ich habe damals auch wieder der Zufall, ich habe damals den, ich hab, wir haben das Stück jetzt schon mal gespielt, da habe ich den, wie heißt der noch, die Hauptrolle spielt, wie heißt er denn? Sag doch mal eben. Ich kann es jetzt gar nicht sagen. ich habe Fock gerade nicht heute. Nee, heißt er nicht Fock? Ja, doch. Ja, Fox doch. Oder Fock? Ja, genau. Phileas. Ja, ah, genau. Phileas, das dauert ein bisschen. Ja. Ja, ich bin älter. Phileas Fock, den habe ich damals gespielt, als wir in den ersten 80 Tagen gespielt haben. Ja. Und in diesem Jahr spielt mein Sohn diese Rolle. Ja. Und ich spiele dann den Mr. Fix. Okay. Aber wie gesagt, ob es dazu kommt, oh, das sieht ja auch furchtbar lecker aus. Ja, ich trage gerade das Dessert auf. Möchtest du aber wie gesagt, da wird es vielleicht sogar heute Abend, soll der Probenplan noch rauskommen. Okay. Nur es ist ja auch so, dass dann heißt es dann für dieses Jahr noch zu Sommerproduktion? Wollt ihr damit starten? Der, das heißt echt? Also im August irgendwann. Wollt ihr dann August, August beginnen? Doch. Nur für uns ist es dann, wann sollen die Proben stattfinden? Mhm. Und es gibt jetzt auch schon Probenblöcke. Also ich finde es sehr, sehr schwierig. Ist schwierig, ne? Ja. Ich finde es schwierig.
Auch wenn man sich viele freuen, das ist auch wohl so, auch die Mehrheit freut sich, dass wir wieder zusammenkommen. Mhm. Aber man hätte meines Erachtens auch die Protagonisten fragen sollen, seid ihr dabei? Und das hat man eigentlich gar nicht gemacht. Und das sind ja die, nicht, dass wir sind wichtig, jeder ist wichtig. Jeder ist ein kleiner Mosaikstein und nur das, die Gesamtheit führt zum Ziel. Aber man hätte die wirklich so ein Stück auch tagen, die hätte man interviewen müssen. Und das, ich weiß, das ist jetzt harte Kritik, wann geht das über den Sender? das hat mir nicht so ganz gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir stehen dazu, wir sind dabei. Bei der Kulisse ist es so, dass wir die Saison, wir haben praktisch noch die Premiere gespielt, Willi Winzig, Wem Gott ein Amt gibt. Haben wir noch gerade die Premiere rausgebracht und noch eine Vorstellung gespielt und dann gingen die Inzidenzen hoch. Und das ist ja zäh. Das ist ja so ein Moment. Ja, aber wir sind froh, dass wir es noch einmal rausgebracht haben. Und dann haben wir irgendwann die Entscheidung getroffen, so wir nehmen die ganze Saison und adaptieren die auf die nächste Saison. Komplett. Also wer eine Karte für den 7.11. hat, kann die dann am 6.11. einlösen. Er hat auch noch andere Möglichkeiten. Das ist Stand jetzt. Das heißt, wir würden dann Mitte Oktober mit den Proben nochmal anfangen. Der Regisseur, aus Hamburg kommt, der würde dann mit uns nochmal 14 Tage durchgehen. Okay. Und dann würden wir Ende Oktober, Stand jetzt, würden wir dann wieder anfangen zu spielen. Ach, und wenn ich dann bin wirklich da guter wieder, Dinge. Ja, da ich eigentlich auch. Wie gesagt, wir sind ja alle schon, durchgeimpft, hätte ich beinahe gesagt. Aber wenn dann wirklich irgendwie, lass noch irgendwas um die Ecke kommen. Ich sag mal, die indische Variante. Aber morgen auch der Himmel auf den Kopf fallen. Ja, ganz klar. Also wir haben ein Ziel, ganz klares Ziel, das wollen wir gerne. Genau. Und wenn da wirklich was anbrennt, dann kann man immer noch sagen, stopp. Ich meine, das Ensemble habt ihr ja stehen, das ist ja soweit das auch Stück alles Das Stück steht, aktuell. Das ist schon einmal gelaufen, das ist eine Wiederaufnahme, es geht ja schnell. Ja. Und das Schöne ist, wir können das Bühnenbild stehen bleiben. Das war erst so, wir müssen abbauen. Das wäre natürlich irre Aufwand gewesen. Dann haben wir, Gott sei Dank, haben wir da Beziehung auch zur Stadt. Die sagt dann, nee, es finden auch andere Veranstaltungen in dem Raum nicht statt. Ihr könnt das Bühnenbild stehen lassen. Sodass wir im Prinzip, wollte ich sowieso. Mach ja, weiter schon. Aber im Prinzip, wenn du da jetzt reinkommst, ich war kürzlich da um Paul Schoner, ein guter Freund von uns, hat mal wieder, hoffentlich, wann hört er das, hat mal wieder sein Textbuch verloren. Ernst, kannst du mal gucken, ob mein Textbuch noch hinter der Bühne liegt? Ich habe es dann tatsächlich gefunden, habe mir eine WhatsApp geschickt, ich sage, dein Textbuch ist wieder da, oh, ich danke dir, aber kann ich mir das abholen, ich habe es ihm nachher gebracht. Aber wenn du dann siehst, die Bühne steht da noch so, als wenn wir gerade mal eben aufgehört hätten zu spielen. Die Stühle waren umgedreht auf dem Tisch, weil die Putzfrau uns nicht hätte putzen können. Wir hätten sofort wieder anfangen können. Schon ein tolles Gefühl dann. Das wollte ich dich fragen. Dass du sagst ja, das ist ein soziokulturelles Reines Zentrum. Dass also mehrere auch euren Bühnenraum nutzen oder wie läuft das? Das heißt, ihr müsst also euch da gut absprechen, dass eventuell zwischendurch auch tatsächlich abgebaut werden muss oder wie ist das? Nee, das war eine unserer, wir durften ja keine Bedingungen stellen, aber das war eine unserer Bedingungen, dass wir das Bühnenbild stehen lassen, weil früher war es immer so abbauen, aufbauen. Da haben wir donnerstagsabends abgebaut, haben Freitag, Samstag, Sonntag gespielt, Sonntagabend, wenn du eigentlich nach wieder Hause abgebaut. Willst, haben wir wieder abgebaut. Und da haben wir gesagt, das war die dreijährige Planung des soziokulturellen Zentrums, haben wir gesagt, es wäre schön, wenn wir unser Bühnenbild stehen lassen könnten. Und haben die wirklich so Wände, so Schiebewände, die man davor schieben kann. Und dann hast du praktisch eine kleinere Bühne, auf der Konzerte stattfinden können, wo dann die Bands spielen. Sodass praktisch, und dann heißt es nur, einer hat dann immer die Verbindung, der Carsten Bendek hat die Verbindung zum Holger Berg. Holger Berg ist so die Spinne im Netz, der sich auch um Kultur kümmert, der auch die Terminplanung macht. Und dann sagt Holger, morgen findet eine Veranstaltung statt, ihr müsst die Wände rausfahren. Das heißt, wir bauen da müssen ein bisschen was vom Bühnenbild, da haben wir dann so eine Öffnung, wo die Wände rauskommen und dann schiebst du dir davor und das sind 20 Minuten. Dann packen wir die Tisch und Stühle wieder weg, da haben wir extra einen Schulraum, fertig, der Raum genutzt werden. Das und das geht, weil du es gerade angesprochen hast, Eva, es ist natürlich, wir müssen rechtzeitig, wir müssen jetzt schon die Termine für, wo sind wir jetzt, 22 müssen wir durchgeben. Dass die gleich planen können, da ist Kulissenveranstaltung, da findet nicht statt. Ihr habt da schon Vorrang mit euren Vorstellungen. Ja, aber wie gesagt, Hauptnutzer ist eben auch das unabhängige Jugendhaus oben, aber wir unten den Saal sind wir quasi Hauptnutzer. Aber wir zwischendurch finden da Kinderveranstaltungen, Frauentreffen, also der Raum, da ist echt Leben drin, die Bürgerstiftung hat da ihr Büro drin, also das Leben drin. Da sind auch Büros oben drin. Was ja auch schön ist. Da sind Büros oben drin, Und er hat damals auch die Mittel bekommen, es sind teilweise auch aus Lotteriegewinn ist dieses Gebäude erstellt worden. Ach, sehr witzig. Also Pannen, der wusste damals, wo welchen Hahn er anzapfen muss, es waren auch private Investoren. Die mitgeholfen haben, dass das Ding zum Stehen kommt und er wusste genau, wo man welchen Antrag stellen kann und da sind zum Teil Lotteriegewinne reingeflossen. Ist ja cool. Sehr schön. Wir haben ja auch noch eine kleine Überraschung. Wir haben die klassische Lobpudelei. Die ultimative Lobpudelei natürlich. Ja. Ernst Schröder. Für Ernst Schröder. Bitteschön. Lieber Ernst, ich sitze gerade im Treff 10 und soll in einer Minute in Worte kleiden, wie toll du bist. Oh, bitte. Nein, das kann man einfach nicht schaffen. Allein nur
über das Erlebte auf unserer letzten Tour nach Berlin zu berichten, wo wir eine gebrauchte Insel für die Kulissenproduktion, dem Gott ein Amt gibt, abgeholt haben. Jo. Das wird doch schon Minuten dauern. Stimmt. Ernst Rudolf, oder soll ich lieber sagen, Herr Dolleschall, Bürgermeister Brosig, Geheimrat Schlüter, Herr Perkins, Phileas Fogg, Puntila, Albert von Weißingen, Jedermann oder all die vielen anderen Figuren, die du in den letzten mehr als 50 Jahren auf der Freilichtbühne in Bad Bentheim und bei den Aufführungen der Bad Bentheimer Kulisse zu Leben erweckt und deinen Stempel aufgedrückt hast. Seit 43 Jahren darf ich mit dir auf der Bühne stehen und mich dabei an deiner Professionalität, deinem Einsatz für das Theater, aber auch an deinem Humor erfreuen. Auch dass der Kühlschrank im Backstage-Bereich bei der Kulisse immer gut gefüllt ist, hat das Ensemble dir zu verdanken. Neben den vielen Vorstellungen in den Jahren haben wir bei Proben, Feiern und Fahrten vieles gemeinsam erleben dürfen. Darüber könnte man ein Buch schreiben. Ja, absolut. Aber stolz kannst du nicht nur auf deine Theaterarbeit, deine beruflichen Tätigkeiten bei Pheno, deinen Aktivitäten beim SV Bad Bentheim oder als Stadtführer sein. Nein, sondern besonders auf deine vier Jungs mit ihren Familien und Irmi an deiner Seite. Und ich drücke jetzt ganz doll, dass wir beide und die anderen tollen Menschen des Ensembles der Bad Bentheimer Kulisse im Herbst wieder gemeinsam auf und hinter der Bühne agieren dürfen. Toi, toi, toi. Ja, ja. Wäre nicht anders als Heiko, könnte das besser. Ja, richtig. Echte Überraschung, ist euch gelungen? Ja, das war Sinn der Sache. Ist euch wirklich gelungen? Dankeschön. Hätte mir auch mal sagen können. Nein, das durfte ja nicht. Das war ja auch toll, ja, dem kann ich nicht viel hinzufügen. Es macht ja auch wirklich Spaß und wir haben viel erlebt. Allein als er in Berlin die Sache anspricht, wir holen dann mit einem fremden Auto und einem Murano-Anhänger, also einem Anhänger, holen wir diese grüne Insel, weil es sie nirgendwo gab und der Regisseur wollte unbedingt diese Insel haben, sind wir nach Berlin gefahren. Und der zeigte wohl an, hier Sprit ist gleich zu Ende, ja. Und ich in meinem Auto weiß, wenn da steht, meine Frau wird dann immer schon nervös. Ich sage, können wir nur 100 Kilometer mitfahren, brauchst du keine Angst haben. Nur wir blieben mitten in Kreuzberg auf einer Brücke stehen und der Tank war leer. Schingo. Und dann hatten wir, ist eine ganze Zeit, ich kann die nicht erzählen, weil die dauert eine halbe Stunde. Wir haben dann wirklich ADAC holen lassen, die Feuerwehr war da, die Polizei war nachher da. Wir haben dann endlich per Navi das Hotel gefunden, nur es war in der Straße war gar kein Hotel. Ja. Es gab nämlich in Berlin noch eine Straße mit dem Namen und die war an einer ganz anderen Ecke. Super. Und dann sind wir dann mit dem mittlerweile gefüllten Tank, also ich mach's jetzt echt kurz, sind wir dann irgendwann um 2 Uhr nachts in diesem Hotel gewesen. Dann war ja auch schon mit Mundschutz und Geschichten. Ja, genau. Und da hat sie, wollen Sie noch einchecken? Ja, das möchten wir wohl. Und dann haben wir wirklich noch eingecheckt und sind dann am nächsten Morgen mit dieser komischen grünen Insel wieder nach Bentheim gefahren. Also eine irre lange Geschichte. Ja, okay. Und mit Heiko habe ich, wie gesagt, ich bin da 53 Jahre dabei, er ist 10 Jahre später eingestiegen. Wir haben schon so viel erlebt, sind wirklich auch privat gute Freunde und ihr hättet keinen besseren Aussuch suchen können, um das... Ja, er war auch direkt bereit, das zu machen. Ja, er fiel mir auch oder uns als Erster ein. Genau. Sehr gut. Das Thema Zukunft. Ja. Wie sieht die Zukunft aus für dich in Bezug auf Bühne, auf das, was du planst, auf das, Wie viele Jahre hat man noch? Ich weiß es ja. Ich bin ja nun schon alter Sack, hätte ich beinahe gesagt. Es macht ja immer wieder Spaß. Es macht mir auch Spaß, jungen Leuten dahin zu führen oder die gerne Theater spielen wollen. Ich weiß nicht, wie meine Zukunft aussieht. Wie gesagt, Kulisse haben wir vor, Freilichtbühne mal gucken, wie es da jetzt weitergeht. Ich habe aber nie, weil du vorhin auch eine Lieblingsrolle, ich habe auch nicht eine Rolle, wo ich sage, die will ich unbedingt noch spielen. Ja. Nee, vielleicht hatte ich mal in jungen Jahren den Ehrgeiz, den habe ich jetzt eigentlich nicht mehr. Ja. Ich nehme das, was kommt und für mich ist wichtig, das mit Leben zu füllen. Ja. Ich habe auch schon Pläne liegen in der Schublade. Meine Zeit lässt es im Moment noch nicht zu, weil mich nochmal die Firma Pheno so ein bisschen engagiert hat. Ich bin da eigentlich Privatier, habe dann auch eine kleine Firma gegründet, bin da ein bisschen aktiv noch im Außendienst beziehungsweise im Vertrieb. Aber ich könnte mir auch vorstellen, mal jungen Leuten das Schauspielern beizubringen, zumindest meine 53-jährige Erfahrung weiterzugeben, ja, um denen mal zu helfen. Ja. Und
zu sagen, so wie komme ich in eine Rolle? Nur oft muss das, könnte ich mir, wenn ich das weiterdenke, muss das eigentlich mit einem Ziel verbunden sein. Mhm. So, weil die Leute wollen ja, wenn du den jetzt nur, ich habe alles in der Schublade liegen, ich könnte den jetzt so in gewissen Abständen immer wieder was beibringen. Nur irgendwann sagen die, wir wollen auch was spielen. Und da bin ich, das ist noch nicht zu Ende gedacht, aber ich hätte einfach mal Lust, wenn es die Zeit zulässt, einfach mal junge Leute um mich rum, den ich hatte kürzlich mal, ich will jetzt mal keine Namen nennen, hatte ich in einer Kulisse, die noch nicht lange mitspielt. Mhm. Und der Regisseur hat oft dann auch wenig Zeit, einzeln mit einem so lange zu arbeiten. Mhm. Habe ich gesagt, hast du mal Lust, 2 Stunden, dass ich mal mit dir arbeite? Mhm. Ja, gerne. Dann haben wir wirklich 2 Stunden, habe ich ihr erklärt, allein wie du dich bewegst auf der Bühne, wie du in die Rolle einsteigst, wie du modulierst, wie du deine Pausen machst, wie du abheben kannst. Und hinterher sagte, das hat mit mir noch nie einer gearbeitet, das war richtig gut. Mhm. So, und das würde mir Spaß machen, anderen, solange ich noch da bin, hätte ich bei den anderen mal zu helfen, beizubringen, sagen, kann meine Erfahrung, ob alles richtig ist, viel falsch kann man nicht machen. Mhm. Sag ich mir, ich habe auch Pläne auf Stimmübung, Sprachübung, das habe ich alles da. Aber auch denen einfach mal so ein paar Tricks, die es gibt auf der Bühne. So ein Coaching praktisch bei Schauspielern. Ja. Oder vielleicht sogar Regie? Ja, geliebäugelt schon, aber ich sag mal, jetzt kommt wieder so ein spannender Satz von mir, hätte ich beinahe gesagt, ein guter Schauspieler ist noch längst kein guter Regisseur. Da gebe ich dir völlig recht. Das ist echt so. Ich habe einmal die andere Seite kennengelernt, habe ich mal irgendwo Regieassistenz gemacht in einem 2-Personen-Stück. Das ist eine ganz andere Welt. Anderen, du musst dich, ja, in jedem, angenommen, du hast 10 Leute auf der Bühne, du musst dich in jede Rolle reindenken, um die vermitteln zu können. Mhm. Und das musst du auch können. Das kann man sicherlich auch lernen, wenn du jahrelang Regieassistenz gemacht hast, irgendwann machst du den Sprung fürs Selbstregie. Aber dass ich den Anspruch habe, unbedingt Regie führen zu wollen, nee, nicht unbedingt. Okay. Nee. Wohl anderen das Schauspielern beibringen. Genau, das ist auch eine tolle Sache. Hast du ein Ritual, bevor du auf die Bühne gehst? Es gibt ja welche, die bekreuzigen sich, küssen den Boden, irgendwas. Nein, kein bestimmtes Ritual. Es ist heute noch so, dass du ein gewisses Lampenfieber hast und das musst du auch haben. Mhm. Wenn du das nicht hast, selbst nach der, wir spielen in der Kulisse 32 Mal, wenn ich diesen Kribbel, wenn der dritte Gong kommt und der Vorhang geht gleich auf, wenn du das nicht, für mich ist das ein Zeichen, du bist jetzt voll in der Konzentration, du bist in der Rolle drin und das Schöne ist, wenn du, gut, es wird nach 30 Vorstellungen wird es nicht mehr ganz so heftig mit dem Lampenfieber, aber es ist noch da. Und wenn du dann rausgehst und hast den ersten Satz gesprochen, ist das weg. Dann ist es weg, Ist das weg, dann bist du in deiner Rolle drin, spielst aber ein gewisses Ritual gibt es nicht. Ich bewundere immer so manche Leute, die noch kurz vor Auftritt lesen, die ein Buch, essen furchtbar in sich, schaufeln furchtbar irgendwelche Sachen in sich rein. Ja. Ich habe mal, ist jetzt Jahre her, Heinz-Werner Köster wird es mir nicht übel nehmen, der lacht irgendwo in einem Tarnnetz in Basel, haben wir ein Kinderstück gespielt. Ich sage, und kurz vor der Premiere, und schlief da in dem Tarnnetz. Ich sage, du hast in 2 Minuten ist dein Auftritt. Oh ja, dann wollen wir mal langsam aufstehen. Ich werd wahnsinnig. Mir hat damals jetzt der Name fiel auch schon mal wieder Michael Mund oder andere, die sagen, wenn du in dein Kostüm steigst du in die Rolle ein. Ja. Mhm. So, und das ist für mich, dann kann ich mich zwar noch privat unterhalten, aber dann fange ich an einzutauchen in die Rolle. Das hast du, du bist anders, du siehst schon mal anders aus. Ja. Du bist eine Stunde oder 3 Stunden in der Maske gewesen und dann schlüpfst du langsam in die Rolle. Mhm. Aber es gibt Leute, die lesen vorher noch, erzählen sich noch irgendwelche schmutzigen Witze, lesen Bücher. Jeder geht da anders mit um. Aber ich habe kein Ritual. Ich trinke ja gerne Bier, aber gerne nach der Vorstellung. Vorher wirst du mich nichts trinken sehen, kein Alkohol. Da gehört auch nicht. Ich habe es dann schon mal gehabt, dann hast du nach der Pause noch 2 Sätze, dann habe ich gedacht, naja, und dann sagt jemand, hast du dir ein Bier geholt? Naja, ich habe ja noch 2 Sätze. Also dann machst du das schon mal, aber eigentlich bin ich dagegen. Eigentlich geht das nicht. Hinterher dann kannst du auch mal schon bis 3 Uhr auf den Tischen tanzen, das kennt man haben wir auch alle schon gelesen. So. Was haben wir jetzt hier? Was ist das? Oh ja, das ist Dessert. Genau. Das ist eine Quarkspeise mit rote Butze und da ist obendrauf ein Mancherie. Und das Mancherie liegt bei mir zu Hause. Ich liebe Mancherie. Ich könnte mich reinsetzen. Liegt bei mir zu Hause. Die musst du im Kühlschrank. Bin ich gut oder bin ich gut? Ja, du bist sehr. Du hast das mit der Tomatensuppe und jetzt mit sensationell. Ich habe zu Hause. Meine Frau, ich bringe nochmal, die haben das ja immer, die machen die machen das bewusst rar. Die sagen ja, irgendwann gibt es keine Mochi, weil die Kirschen nicht ernten. Ich glaube, dass das bewusstes Rarmachen ist. Aber sobald es wieder Mochi gibt, liegen die bei mir zu Hause im Kühlschrank. Ja. Es gibt nichts Schöneres, als abends mal ein Mochi rein. Ich wollte nur dafür sorgen, dass du es auch heute bekommst. Wunderschön, unser. Deine peinlichste Situation auf der Bühne. Nee, das kann man nicht erzählen. Doch, oder? Bitte, natürlich. Alles muss man. Wenn Heiko das hört, der war nun gerade zu hören, der schmeißt sich weg. Das ist schön. Wir haben anfangs der Kulisse noch mit einem Souffleurkasten gearbeitet. Ja. Und da war auch wirklich, war eine Souffleurin drin, die hatte das Textbuch vor, sie hat mitgelesen. Und da gab es, ich weiß nicht, welches Stück das war. Ich glaube, hier sind sie richtig, ist 21 Jahre her.
Ich habe den Spartakus gespielt, eine ganz blöde Rolle mit drei Fingern. Ich habe also den ganzen Abend nur mit diesen drei Fingern gespielt an einer Hand, weil er mal Fleischer war, hat sich zwei Finger abgehakt. Aber ich will nicht zu weit ausholen. Jedenfalls hatte ich eine Darstellerin mit mir auf der Bühne, die steht zum ersten Mal auf der Bühne. Ich meine, die konnte dafür nichts. Jedenfalls war bei mir irgendwann der Text weg. Blackout. War weg. Was habe ich gemacht? Ich bin in der Rolle geblieben, bin an diesen Souffleurkasten gegangen, habe der Souffleuse das Textbuch rausgenommen. Die Zuschauer haben vor Vergnügen in den Tisch gebissen, die haben mit dem Kopf, die haben sich weggeschmissen. Ich habe der Dame das Textbuch aus der Hand, bin in der Rolle gehend, ich hatte noch so ein kurzes Hösen mit Goldfransen an, bin von der Bühne runtergegangen, habe in diesem Textbuch meinen Text, nur da war nichts angemarkert. Bei mir in meinem Textbuch habe ich das angemarkert. Ja. Ich denke, mit diesem Textbuch kannst du nicht anfangen. Ja. Habe das in die Ecke gepfeffert, bin wieder auf die Bühne gegangen, bin dann irgendwann gefühlt, war das eine unheimlich lange Zeit, bin dann wieder in meinen Text reingekommen, die Junge mit den Klapperschuhen stiefelte die Bühne, die konnte mir gar nicht helfen. Ich bin dann haben die Zuschauer auch, glaube ich, gemerkt, der ist ja wirklich raus. Der ist wirklich raus. Ja. Und dann bist du wieder reingekommen und dann spielst du, bist wieder drin in deiner Rolle und dann kriegst du plötzlich also so aus dem Augenwinkel mit, dass der Souffleurkasten ausgeht, die Dame da rausklettert und nach hinten weggeht. Und ich denke nur, warum geht die jetzt aus ihrem Kasten raus? Ach ja, der hat ja kein Buch mehr. War klar, was wollte die in dem Kasten? Ich habe ihr das Buch weggenommen, hab in die Bühne gewimmelt. Und dann war mir klar, die ist dann hinten rum wieder auf die Bühne, hat sich ihr Textbuch wieder geholt, was ich ihr geklaut habe. Ehrlich. Das war mit die peinlichste Situation. Wir haben dann das Jahr drauf, da war ich auch Motor. Ich habe gesagt, der Souffleurkasten wird abgeschafft. Es gibt keinen Souffleur mehr. Ja. Wir lernen unseren Text so, dass wir den können. Und es ist es auch heute. Wir kommen mit gelerntem Text, also ich sage mit angelerntem Text, kommen wir zur Probe und fangen dann noch an. Du hast auf der Bühne kein Textbuch mehr. Ja. Und das war für mich so, der Zuschauer hat es gar nicht, die haben sich weggeschmissen. Ja. Für mich war das die peinlichste. Ich habe gesagt, ernst, das darf dir nie wieder passieren. Ja, wie süß. Ich nehme mal in die Moscherie. Ja. Nimm die Moscherie. Ja, du hast das Schlusswort. Eine Anekdote, etwas, was du vielleicht von dir aus so den Zuschauern mit auf den Weg geben möchtest. Was möchtest du? Also Anekdoten habe ich ja nun schon mal. Was möchtest du der Nachwelt noch mitteilen? Ich muss in die Moncherie, oder? Ja, du genieße sie, es ist alles gut. Also ich habe ja ein paar Anekdoten, ich könnte ja noch viel mehr erzählen. Es gibt also, wer mit Theater gespielt hat, weiß, es gibt in jedem Jahr irgendeine Situation, ja, das kann ja nicht wahr sein. Wir haben unseren Spaß hinter der Bühne. Der Zuschauer sieht uns nur 2 Stunden, sagt, Mensch, war ein schöner Abend, damit haben wir alles erreicht. Aber dass wir auch unseren Spaß haben, das weiß ich ja gar nicht. Genau. Wir haben den vorher, wir haben den auch während der Vorstellung. Ja. Ich weiß, 3 Männer im Schnee, da hatte ich eine Szene, da musste ich schnarchen. Da ging der Vorhang auf, ich war schnarchend auf der Bühne, lag in irgendeinem Gartenstuhl. Und das ging ein paar Minuten lang, immer wieder. Und dann hat man, was man wohl mal hat, diese Aussätze. Ja. Dann hörst du aus dem Publikum, hier, das machst du auch nachts. Und dann musst du ernst bleiben. Weil du musst ja, Komödie ist ja so, du musst auf der Bühne ernst sein. Genau. Und der Zuschauer hat ja immer einen kleinen Vorsprung. Und der weiß ja schon, was als nächstes kommt. Und das kommt dann ja auch. Und deshalb hast du immer einen kleinen Vorsprung und musst ernsthaft spielen. Mhm. Es gab mal einen Schauspieler, sterbender Schauspieler, da hat jemand an seinem Bett gesessen und hat gesagt, und, fällt es schwer? Komödie ist schwerer. Mhm. Ja. Damit hat er eigentlich alles gesagt, Komödie ist wirklich das Schwerste. Du musst tot ernst sein und die Leute da unten müssen sich kaputt lachen. Ja. Ja. Wir haben manchmal Szenen gehabt, auch Heiko, muss ihn einfach mal mit reinnehmen. Wir haben so einen Spaß gehabt, bei jeder Probe haben wir gelacht, oder zur Hauptprobe, und die läuft ja schon durch wie eine Vorstellung bei uns, wo der Regisseur sagt, ihr müsst langsam an der Stelle, dürft ihr nicht mehr lachen. Die Zuschauer sollen lachen, ihr nicht. Aber dann hast du das blöde Gesicht, Entschuldigung, Heike, aber das blöde Gesicht von Heike vor, du siehst nur das Grinsen in seinem Augen und schon ist es vorbei. Und wir haben uns an. Und das ist der Spaß, den wir haben. Genau. Und wenn das Schlusswort sein soll, ich möchte allen jungen Leuten, was ich vorhin auch schon mal erwähnte, die Lust am Theaterspielen haben. Und das kriegt man dann, wenn man es einmal gemacht hat. Wie ich vorhin schon sagte, dann lässt es sich nicht wieder los. Ja. Genau. Macht das, ihr könnt das zu jeder. Ich habe jetzt noch junge Kollegen oder Kollegen, die noch nie Theater gespielt haben, die schon älter sind, die kurz vor 60 sind. Ich sage, hast du Lust, bei uns mitzumachen? Die haben gesagt, das ist ja so eine Bereicherung. Ich sage, und du kannst das machen, bis du nicht mehr willst oder nicht mehr kannst. Ja. Und deshalb allen, die Spaß am Theaterspiel machen, es ist so eine schöne Sache, die Leute zu begeistern und dir selbst dabei auch deinen Spaß zu holen. Genau. Und dass du mal jemand anders sein darfst. Das ist so interessant. Das ist das Schöne. Ein tolles Schlusswort von Ernst Schröder, Leiter der Kulisse und sehr aktiv an der Freilichtbühne in Bad Bentheim. Ja. Genau.
Wir danken dir, Ernst, dass du da warst. Du warst uns ein sehr lieber Gast. Das hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Wir könnten noch stundenlang dir zuhören. Ja, können wir auch. Ich hab noch eine Menge zu erzählen. Ja, ich weiß. Das ist sehr schade, aber die Zeit ist leider etwas begrenzt. Alles gut. Wir freuen uns auf eine nächste Produktion von euch. Wir werden auf jeden Fall uns bemühen, auch mal zu kommen. Ich meine, ich habe ja schon eine Produktion gesehen, aber wir sind ja nun selber auch sehr beschäftigt. Aber wir werden es irgendwie dazwischen schieben, weil ich sehe dich immer wahnsinnig gerne auf der Bühne. Okay, ja, also ich hatte ja schon das Schlusswort, aber ich möchte mich einfach einmal bei euch bedanken, dass ihr so etwas macht, dass ihr bereichert die Kulturszene auch ungemein. Und wir brauchen das. Und wir Grafschafter müssen da auch zusammenhalten. Ich sage mal, es gibt ja an vielen Ecken, gibt es wunderbare kleine Theater auch. Ich sage mal so, auch die Bauerntheater, ich will das jetzt, es soll nicht schlecht sein, ich gehe da hin und gucke mir das an. Ja, ist lustig. Aber viele sagen, da gehst du hin? Ja, da gehe ich hin, das gucke ich mir an. Das und ich habe da auch sehr gute Kontakte, auch hier nach Nordhorn, auch zu dem Plattdeutschen Ring. Ja. Die machen genauso, beleben die Szene hier in der Grafschaft und daran müssen wir festhalten. Genau. Deshalb Dank an euch, dass ihr dieses durchsieht. Das eine oder andere dürft ihr gerne rausschneiden von dem, was ich gesagt habe. Ich hoffe nicht, dass wir das schneiden müssen. Da habe ich überhaupt kein Problem. Das wäre schade. Ja, super. Herzlichen Dank an euch. Vielen Dank, genau. Daniel hiermit, hat das Schlusswort. Hiermit verabschieden wir uns und bis zum nächsten Mal, liebe Zuhörer. Tschüss. Tschüss. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Schauspieldinner tischt auf, der Gesprächspodcast beim Dinner mit Eva-Maria Götting-Ennen und Daniel Niers.